Apropos Regenschirm, jetzt wird's gleich nass. Denn nachdem jetzt 3PO sein Gedächtnis verloren hat, nee, was machen die jetzt eigentlich? Jetzt übersetzt er das Ding, oder? Aus irgendeinem Grund. Er übersetzt das Ding, dann sagt er, wo es ist. Das Kapitänszeichen haben sie und dann spürt Rey, dass Chewie noch lebt und macht sich auf den Weg nach oben. Genau. Während Ren dahinter kommt. Oder genau, die haben ja die Machtprojektion wieder. Genau, die Ritter von Ren sind wieder da, stehen wieder irgendwo rum. Ja. Kommen um die Ecke und immer dann, dann, dann. Ja, immer mit der Musik, genau, ja, das ist mir auch aufgefallen. Ja, ja. Total. Entweder das, könnte noch einen Einkaufswagen vor sich herschieben. Das brauchen wir auch noch, oh Gott. Mit Kindern drin. Das, und was waren die denn eigentlich? Das war die Truppe vom Kylo Ren, oder eigentlich? Genau. Ja. Genau. Hast du das auf den Namen geschlussfolgert? Ja. Sehr scharfsinnig. Da kann ich doch nur ein Zufall sagen. Wegen der Enzyklopädie. Da habe ich was Interessantes gelesen. Soll ich jetzt oder später? Jetzt. Was die Bedeutung jetzt von Kylo Ren ist? Nein. Um über meine Unzulänglichkeiten wegzutäuschen. Die Ritter, jetzt finde ich gerade die Seite nicht. Verdammt. Hat gut geklappt. So schlecht warst du noch nie. Ja, du siehst schon viel besser aus. Wir können ja jetzt noch erwähnen, und du in der Zeit, wo du suchst, damit niemand merkt, dass du suchen musst, können wir jetzt noch sagen, sie wollen jetzt Chewie wieder befreien. Und machen das auch. Wie finden sie das denn raus? Das haben wir doch gerade gesagt, Ray hat das gespürt, dass Chewie noch lebt. Meine Güte, pass doch mal auf. Sie sagt doch Chewie und dann ist alles gut. Ja, und Darth Vader's Helm, den Kylo vorher so geliebt, gewertschätzt hat, den lässt er dann auf dem Boden da übrigens zurück. Ja, weil er manifestiert sich nur Palpatine war und gar nicht wirklich Vader, der mit ihm geredet hat. Ja. Seine ganze Kindheit und Jugend ist völlig dahin ge... So. Ich dachte jetzt in der er hat jetzt eine nachträgliche Rechtfertigung dafür, dass er so ein kaputter Mensch ist. Aber ich dachte jetzt so in Episode 9, wo er wieder die Wertschätzung für Helme entwickelt hat, lässt er sich den mal nicht entgehen. Mhm. Gibt er bei Bares für Rares. Ja. Ja. So, was hast du hier mitgemacht, Junge? Ich hab hier einen Helm. Von meinem Großvater. Ja, da gebe ich dir mal eine Karte. Da kannst du mal nach vorne gehen. Zur Jury. 4 Credits kriegt er dafür. Und passiert noch irgendwas, wenn sie jetzt, sie treffen ja noch den Verräter. Oh ja, wow, das war so, so filigran eingefügt. Ja, das war schon ganz die ganz hohe Kunst. Ja. Ich glaube, da hat er selber, keinen Bock mehr gehabt. Er hat gesagt, komm, der schießt mich einfach. Schauspieler wie Charakter, keinen Bock mehr gehabt. Und schieß mir in die Schulter. Ich kann sowohl vom Charakter als auch vom Schauspieler verstehen, dass er sagt, so, ey, wisst ihr, Episode 8 und so, ich habe keinen Bock mehr. Reiß alles ein. Ich war der Jar Jar Binks von Episode 8, komm, lass mich sterben. Ja, wirklich. Das ist echt leider so schade, was die aus dem Charakter gemacht haben. Lassen. Genau, weil sie schreiben ja, ne, dass er der Oberbefehlshaber des Militärs da ist, ne, und alles befehligt hat und die Starkiller Base und das Gesicht der Ersten Ordnung war in der Propaganda. Aber deine Mutter! Und wenn wir uns an Episode 7 erinnern, ich bleibe dran. Die Rede, die er auf der Starkiller Base gehalten hat, da haben wir gedacht, wow, ziemlich krass, ist das nicht ein bisschen zu übertrieben, zu vielleicht Drittes Reich, was auch immer. Zack, Episode 8, Mutter. Witze, zack, Episode 9, ich bin der Verräter. Nicht der Traitor. Erste Traitor. Na, eine Assoziation zum Nationalsozialismus. Boah, das sind eh nicht meine Ständige. Denn sie haben ja den linken Arm hochgezogen bei seiner Rede. Das ist was ganz anderes. Linksgrün versifft. Ja, den haben sie halt einfach nur abkassiert hier noch. Ja. Und auf einmal gibt es einen anderen General, der anscheinend noch viel mehr General ist als Hux selber, der ja vorher als... Na, wenn man Pride hat. Als, ja gut, ich verstehe es aber, weil ich glaube kaum, dass Kylo Ren den Hux in seiner Nähe haben möchte und hat lieber jemand anderen mehr vertraut. Das verstehe ich schon, weil Kylo mag ihn ja nicht wirklich. Ja. Ja gut, aber wir haben das Oberkommando tatsächlich mal gesehen. Ne? Das stimmt. Na, da waren die alle drin und einer gefiel der Helm ja auch gut. Und dass sie sich nicht mögen. Genau. Und einer hat sich die Sache dann mal von oben angeguckt. Ja, stimmt.
virales Marketing. Und dass sie sich nicht mögen, das wussten wir schon seit Episode 7 tatsächlich. Das war ja schon immer so eine... Ja, ja, klar. Ja, bei Episode 7 hatte das irgendwie ein anderes Verhältnis, dieser Konkurrenzkampf so, dabei. So eine Rivalität wäre ja ganz interessant gewesen, wenn die einfach die ganze Zeit wetteifern, wer jetzt der bessere Zuarbeiter für Snoke ist. Hm. Was wolltest du denn vorlesen, Mario? Genau. Ah, eine Vorlesung muss nichts, ich kann es auch so sagen. Ich habe schon wieder zugeklappt. Ich kürze den Text einfach mal ab, ist nämlich besser. Und zwar der Ritter von Ren. Die Geschichte existiert schon seit Jahrhunderten in den unbekannten Regionen und man warnt immer vor diesen Rittern. Das ist mir Mythos gewesen. Und durch die Erste Ordnung ist das halt dann real geworden, dieser der Mythos. Und Snoke hat die Ritter an Ben einfach nur geschenkt. Er hat sie hergeschenkt. Weil er hat ihn nämlich mächtige Verbündete versprochen. Und das waren nun mal sie. Okay. Und er hat sie als würdig erwiesen. Und er hat das gelogen. Heißt, die waren gar nicht mächtig. Wirklich. Doch, sie waren machtsensitiv und sie verehren den einen, der das Lichtschwert hat. Das ist also der Ehrentitel Ritter von Ren. Oder und deswegen heißt Kylo der Ren. Kylo Ren ist dann irgendwie der das Licht trägt. Ah. Wir sind die Ritter, die immer sagen Ren. Ja, nie. Ray ist halt R-E-Y wie Yes und Ren ist so R-E-N wie Nö. Ja, genau. Also ja und nein. Das dachte er sich ja auch damals. Ja. Ich hatte immer gedacht, das wären andere Jedi-Schüler von Ja, ich dachte auch, dass das die Geflohenen wären. Ja. Die mit nein, anscheinend nicht. Nee. Weil eine Truppe. Es gibt jetzt auch bald eine Comic-Reihe über Ben Solo, wie das zustande gekommen ist, dass er zu Snoke wechselt. Und die waren tatsächlich wirklich bei Snoke immer, diese Ritter. Mhm. Das waren keine Schüler oder so. Ja, da bin ich ja froh, dass er gesagt hat zu Kylo, dass er mal den lächerlichen Helm abnehmen soll. Dass er mal den sagen kann. Ja. Rey ist hoch zum Sternzerstörer, findet Chewie und, die anderen finden Chewie und sie rennt los und den Dolch. Sucht was. Den Dolch, weil den hatte Chewie dabei, oder? Den haben sie ja eigentlich. Ja, genau. So war es nämlich. Den hat er in die Tasche gesteckt. Ja. Mhm. Und dann konnten sie den noch gar nicht übersetzen. Weil sie hatten ihn ja nicht. Ja. Er wird dann übersetzt. Ja, er wird danach der Szene übersetzt. Ach so, doch. 3PO hatte das ja schon gelesen. Das heißt, der konnte. Genau, der hat das ja gespeichert und durfte es halt nur nicht vorlesen. Ach, stimmt, sowas, ja. Oder ich fand den Kampf ziemlich cool. Kohle-Schraffur machen können. Was fandst du cool? Den Kampf fand ich ziemlich cool. Das hat immer so gewechselte Szenen. Einmal auf Kijimi, dann wieder in seinem Quartier. Immer so hin und her. Und das war. Ich weiß nicht, ich fand es ziemlich von der Szene her, vom Bild her, ziemlich, ziemlich geil gemacht. Fand ich auch nicht schlecht, ja. Ich fand das spannend, weil im Trailer hat man ja gesehen, wie beide zusammen Vaders Helm zerstören und im richtigen Film hat das so gar keine Bewandtnis, ne? Ja, sie zerstören ja nicht den Helm, sondern die Säule. Ja, die Säule. Hm. Ja, was da alles und dadurch fällt er ja runter und dann sagt Kylo ja, ach, da bist du, weil er dann erst sieht, dass sie auf seinem Schiff ist. Genau. Ja, aber sie spürt Chewie. Und Kylo, ach ja. Das ist doch eigentlich ganz gut gemacht, weil dann im Trailer war es irgendwie geil, aber es hat auch nichts Wichtiges verraten. Nee, genau. Das war eine schöne Überraschung. Und im Film war es dann nicht so geil, aber hat was Wichtiges verraten. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr an den Kampf erinnern. Haben die da gegeneinander gekämpft, obwohl sie an verschiedenen Orten waren, oder wie war das? Genau, ja, sie war in seinem Quartier und er war unten auf dem Markt oder so. Mhm. Sie war genau da, wo er sie eigentlich haben wollte. In seinem Quartier. Und er möchte auch letztendlich das große Geheimnis enthüllen, aber das will er ihr persönlich sagen und nicht so über diesen Zweiklang. Und deswegen macht er sich ja gleich auf den Weg zu seinem Schiff. Und im Hangar treffen die sich ja wieder. Und da kommt der ganze Mob zusammen. Die Sturmtruppler, wo sie einfach mal alle umkreisen und Kylo anfeuern. Und dann enthüllt er endlich das große Geheimnis und ja, sie ist halt die Enkelin von Palpatine. Und Hux ist das war's dann. Und Hux wird einfach so nebenbei gekillt. Und fliegt 18 Meter durch den Raum. Ja. Hux Rückstoß vom Pistol. Selbst im Tod noch eine Witzfigur.
Ja. Schieß mir in den Arm. Ohne Quatsch, ja. Dann schießt er ihm ins Bein. Ja. So ein Rebell. Was mir aber den ganzen Film über öfter aufgefallen ist, ist tatsächlich, wie viele weibliche Sturmtruppen und Offiziere es gibt. Hm. Weil quasi jede zweite Stimme, die aus den Helmen kommen, war weiblich. Ja, wenn sie ja, Kinder nehmen, Kennedy. Nehmen sie alle Kinder. Genau. Und die Offiziere waren also auch hier an dem großen Tisch, wo man das Kommando gesehen hat, da waren ja auch zum Teil Frauen dabei. Die haben nur Getränke gebracht. Nein. Oh Gott. Und wenn aber der Satz, abnehmen, dass hast der Helm gut aussieht, kam von einem Mann. Captain Phasma war nicht mehr dabei. Das ja, stimmt, aber dafür gab es ja jetzt diese Sis-Kapitäne. Hätte sie nochmal irgendwo hinfallen sollen. Ja. Ja. Sie fällt immer noch. Aber das fuck. Der Millennium Falcon ist wieder da, weil den haben die ja irgendwie von diesem Planeten mitgenommen. Ja. Neue Ordnung. Und damit können dann jetzt die anderen fliehen. Und da springt Rey dann durch das Hangar-Kraftfeld, womit auch geklärt ist, gönnen da Menschen durch, ja oder nein, ohne Schiff, auf die Rampe des Millennium Falcon und sie fliehen. Da gab es aber kein Kraftfeld, glaube ich. Sie da waren ja kein Kraftfeld, sie waren noch in der Atmosphäre. Ja, in der Atmosphäre. Ja, waren sie waren ja, genau. Also ich meine, auch schon, dass es im Weltall, ja oder nein, ist ja auch egal. Ah, jetzt erinnere ich mich wieder. Da kam dann das Schiff von unten so hoch, das war so ähnlich wie in der Wolkenstadt. Genau. Ja. Genau. Und alle mussten. Oder alle mussten. In der ersten Firefly-Folge. Wo das Schiff hinter dem Abhang hochkommt. Ja. Ja. Na, aber das hatten sie ja schon in Episode 7, als die Kluft sich aufgetan hat und Rey dann getrennt wird von Kylo mit dem. Als die Starkiller Base kaputt geht. Genau. Ach so, da kommt auch der Fall. Kommt er ja auch so hoch. Ja. Na, und da kommt er jetzt auch wieder hoch und alle müssen sich gegen die Triebwerke stemmen, nur Rey nicht, die steht da einfach ganz normal weiter. Ja, wird auch nicht so eine verbrannt. Star Wars Krankheit. Ja, ne? So ist es halt. Und dann? Und dann sind sie in Sicherheit. Und dann fliegen sie nach Endor. Kev Bier. Nicht so viel Pause machen, so viel Pause macht der Film auch nicht. Endor, zack. Zack, so, ja. Nein, es ist gar nicht Endor, also es ist das Endor-System, aber nicht der Mond. Mond. Ist nicht es der Mond. Hört doch mal auf den Mario, Mond. Die ganze Zeit ein, dass hier unten Endor ist doch ein Mond. Was sagst du, Ben? Nein. Mario ist woanders hin. Mario sagt unrecht. Irgendwas mit Bier. Ach so, Bier. Bier. Genau, auf Bier. Kev Bier heißt der Waldmond, also der Mond. Es ist der siebte Mond des Endor-Systems. Aber Endor war doch schon Waldmond Mond. Und das ist der Meeresmond. Ne, es gibt da eine Erklärung zu. Ja. Ja, und mehrere Monde. Und das ist halt dort abgestürzt. Und nicht ja, die Trümmerteile sind halt auf verschiedene Monde gefahren, ja, weil sie halt Moment. Durch den Orbit fliegen. Ja. Wo, auf dem Film, wo wir eben waren, da war doch die Cantina-Szene, oder? Auf dem Film, wo wir eben waren? Das auf dem Planet, wo wir eben waren. Cantina-Szene? Wo ja, John Williams vorkommt. Ja, wo John Williams der Barkeeper ist. War das? Ach, das war auch im Hinterzimmer haben die dann noch an C3PO rumgefleckt. Genau. Okay, weil ich dachte gerade, hä, wo kommt denn das nochmal vor? Aber da kommt es vor, okay. Genau, da war John Williams und schüttelt den Kopf. Der war das. Guck. Ja, ich dachte, habe ich gar nicht so bewusst wahrgenommen. Ich habe es auch nicht erkannt, aber mir wurde es dann gesagt. Ja, der hatte auch irgendein Eyepatch auf. Ja. Und hat irgendein Glas geputzt oder so. Deshalb haben sie ihn nicht erkannt, weil es einem Auge gefehlt hat. Und ein Schnurrbart. Der hatte so ein Hemd an. Hatte ja, eine Verkleidung. Das war ja auch in der Hand. Kann er nicht sein. Er hat sich eine Wahnsinn ins Gesicht geklebt. Ja. Okay. Genau, auf jeden Fall geht es dann auf den Mond. Auf den einen der vielen Monde von Endor. Ja. Und sie landen in üblicher Millennium-Falken-Manier. Ja, nee, mit dem eingeklemmten Fahrwerk. Ja, landen würde ich das ja nicht so nennen. Genau, sie landen eigentlich wie die Enterprise bei Treffen der Generation landet. Das stimmt, ja. Sie pflügen. So landen sie. Ja, aber sie landen Gott sei Dank in der richtigen Stelle, ne? Nicht wie das Imperium. Sie landen einfach genau da, wo ergebnisorientiert. Aber dass die jetzt so landen, das hatte jetzt keinen besonderen Effekt für den Film, oder das war einfach nur ein Gag, oder? Ja, sie mussten halt also das Fahrwerk, weiß nicht, wo das Fahrwerk kaputt gegangen war. Ah, genau. Okay. Und sie brauchten natürlich dadurch dann die Reparaturteile von den ehemaligen Sturm. Ja, und Finn kann sich mit denen unterhalten und findet raus, dass die Frau
auch das und Rey muss mit dem, Schiff, was die Pferde rüber. Haben. Genau. Ja. So, Rey muss einen Katamaran nehmen, natürlich auf eigene Fassung. Ach ja, und dann natürlich ganz großartig dieser mysteriöse Dolch wird aufgeklärt, ja, was es damit ist auf so sich hat, geil. Den ich schriften. Das, ey, da wäre ich am liebsten rausgegangen. Ich meinte zu Tim, guck mal, ja. Da auf der Düne steht garantiert unten so ein X hier stehen. Doch, nie hat ein X irgendwo ein. Doch. Rose. Also ernsthaft, in der Parierstange vom Dolch ein ausziehbares Zirkeldingens und man steht genau an der richtigen Stelle. Du musst es dann einfach dahin halten. So lächerlich. Ja, wirklich. Ach, da so kann man auch den Sextanten um. Ja, da kannst du auch dieses YouTube-Video von diesen zahnlosen Mexikanern nehmen und das mal als Untertitel reinschreiben. Und dann. Ob du es glaubst oder nicht, das haben Leute gemacht zur Episode 9. Das ist großartig. Echt? Das kenne ich noch nicht. Das kenne ich wirklich noch nicht. Das schaue ich mir jetzt gleich an. Ja, das war erschütternd. Ich meine, ich habe mich sehr, sehr gefreut, wie immer, auch schon bei Rogue One oder sowas, wenn der Todesstern da irgendwie auftaucht, das fesselt mich noch immer sehr. Ja, das sah auch gut aus im Wasser. Mhm. Ja. Aber das kannte man ja jetzt tatsächlich schon aus dem Trailer. Ja, aber länger ja, aber als es hat bei Rogue One war als der Todesstern auftaucht bei Rogue One, ne? So, wo der dann über den Horizont erscheint. Das war ja tatsächlich nur so eine 2 Sekunden im Film und jetzt hier, da hat man ja lange was von. Das fand ich cool. Dafür ist er kaputt. Naja, war auch vorher nicht ganz fertig, ne? Aber ich fand das ähnlich imposant wie der Opening-Shot da aus dem Trailer zu Episode 7 mit diesem abgestürzten Sternzerstörer. Ja. Also J.J. Abrams, der hat schon so ein gutes Auge für solche Szenen. Das total. Riesiger Pappaufsteller. Von J.J.? Achso, Moment. Nee, von dem Todesstern. Ich fand allgemein diesen Mond, also diese wilde Meeres Gegend, fand ich einen guten Gegensatz, gerade während des Kampfes zwischen Rey und Ben. War das ein super Gegensatz zu Mustafa, zu dem Kampf zwischen Anakin und Ben, weil es da auch die ganze Zeit rumspritzt um sie, nur dass halt jetzt keine Lava ist, sondern Wasser. Mhm. Aber da kommen wir noch nicht. Wir kommen jetzt erstmal in den Thronraum. Ja. Da gibt es ein geheim versteckt. Ja, aber wie schnell sie auch da war. Ich meine, anscheinend. Bei so einem Todesstern, der ja, das war der zweite, ne, 160 Kilometer Durchmesser hat, wenn das jetzt nur ein Äquatorabschnitt war, sagen wir, und der Thronraum oben war, dann waren das mal eben so 20, 30 Kilometer, die sie da vor sich hatte. Aber, na gut. Sie ist ja stark in der Macht. Und mit Klettern kennt sie sich ja auch aus. Genau. Mhm. Ja. Natürlich. Hätte auch direkt dahin fliegen können. Ich fand es eigentlich ganz schön, aber dass das im Thronraum war. Ja, Jan klar. Würde jetzt sagen, das war Fanservice. War es auch. Also klar war es Fanservice, aber es war ja schönen Fanservice. Ja. Wo soll sonst sein? Also ich meine, wäre natürlich witzig gewesen, wenn das in die Erholungsräume des Todessterns gewesen wäre, damit jeder weiß, im Kindergarten des Todessterns. Ne? Damit jeder weiß, guck mal, die Rebellen sind. Wie viele Kinder gestorben sind, als der Todesstern explodiert ist. Ja. Nehmt das, ihr dreckigen Rebellen. Oder die Bügelabteilung wie in Episode 8, da wissen wir ja auch, die ist auf allen Schiffen drauf. Ja. Genau. Ja, da ist sie ja mal eine Weile unterwegs gewesen und schön im Thronraum. Ja, das war schön. Das fand ich gut. Ja, fand ich auch, als die Kamera dann so gedreht hat und man dann den Thron mit dem Fenster im Hintergrund gesehen hat. Ja, wo auch jeder weiß, dahinter darf eigentlich gar kein Raum mehr sein. Aber hey, ja, wir gehen trotzdem in einen Raum. Ja, vor allem war es ja dann da riesig. Das war nur so eine kleine Ecke. Ja. Wo man sich so durchdrücken muss. Von innen ist der viel größer als von außen. Vielleicht schrumpft sie. Ja, und das ist wie die Zelte halt von Harry Potter. Ein Dimensionstor. Ja. Und dann kommt ja diese Szene, über die sich die im Trailer ja so viele Leute aufgeregt haben mit Dark Ray und dem Schweizer Klapp-Lichtschwert. Fand ich tatsächlich im Film gar nicht so schlimm wie im Trailer. Weil die so schnell abgespult wurde. Ich fand das auch nicht schlimm. Nee, also es hat mich nicht so gestört wie im Trailer. Weil im Trailer denkst du auch so, hä? Und dann spulst du nochmal zurück und guckst dir 18 Mal an. Könnt ihr mir kurz erklären, worüber ich mich aufregen muss? Ich weiß diese Sis-Ray mit dem Tür Lichtschwert, das so ausklappt. Im Thronsaal, der sich dann öffnet. Da ist nämlich die einzige Tür, die noch Strom hat.
Ja, und, tatsächlich, genau. Und für, anstatt sie ins Nichts führt, kommt ja dann Dark Way dahinter. Ne? Klappt sich, so ähnlich wie Luke auf Dagobah. Ja, ja, genau, dieser okay. Moment. Ja. Ne? Dass sie sich quasi ihre Identität stellen soll. Keine Angst davor haben soll. Ich fand's nicht so geil, wie ich es im Trailer erhofft hatte. Ich fand's genau anders. Ich auch, Ben. Da ich mich nicht mehr dran erinnere, sage ich nichts weiter dazu. Egal. Ja. Naja, und dann kriegt sie das zweite Sith-Holocron. Die Pyramide nicht so lange. Freut sich. Und dann passiert genau das, wie auch schon im Casino in Episode 8. Es war eigentlich alles für die Katz, weil Kylo kommt vorbei und macht das Ding kaputt. Ja. Und sagt dann nur, ich kann dich dahin bringen. Und dann will sie ihn aber trotzdem umbringen. Und dann kämpfen sie ein bisschen. Ja, tut sie auch. So, dann haben wir es abgekürzt. War aber wirklich ein schöner Lichtschwertkampf. Der hat mir echt. Fand ich auch. Ja, und vielleicht können wir den Kampf jetzt mal noch kurz als Anlass nehmen. Oder habt ihr das vorhin gemacht, als ich kurz nicht da war? Habt ihr vorhin schon mal kurz irgendwie über Carrie Fisher gesprochen? Nein. Nee, haben wir noch nicht. Aber es ist ein guter Moment. Ich finde das nämlich, so viele Gelegenheiten bleiben mir jetzt auch ja nicht mehr. Ich finde, das hat erstaunlich gut funktioniert. Wenn man berücksichtigt, dass genau null ihrer Szenen gedreht wurden, um so fortzukommen. Es ist natürlich manchmal ein bisschen holprig, aber unterm Strich habe ich da eigentlich nichts zu meckern, wie das in den Film eingebaut wurde. Also ich war überrascht. Mir ähnlich. Ich habe das Einzige, wo es mir aufgefallen ist, ist wirklich am Ende, wenn die, wie heißt sie noch, die mit der großen Brille? Mascanata. Mascanata, genau. Wenn Mascanata, ich weiß auch nicht mehr, wen sie da zur Seite nimmt und dann sagt, ich glaube sogar R2 oder so, Leia muss jetzt ihre ganze Kraft aufwenden. Und das wird sehr schwierig sein. Also sie sagt es ja eher für den Zuschauer als für irgendwen anders. Genau, so nach das war das jetzt Einzige, was ich mehr als holprig fand. Aber ja. Das so das Charaktere. Ja, aber es waren halt auch echt schwierige Umstände. Mhm. Ja, natürlich, klar waren das welche. Und es ist deutlich besser, als sie rauszunehmen aus der Handlung oder im Crawler sagen, das Shuttle von Leia ist tot. Leia hatte einen Unfall. Ja, aber da kannst du ja auch mal sehen, wie beliebig eigentlich dann ihre Rolle dann irgendwie war, ne? Weil wenn mit dem Footage-Material, was es gab, die Geschichte mit ihr in einem neunten finalen Teil auserzählt worden ist, dann weißt du, wie viel Tiefgang dieser Charakter hat. Ja, gut, aber das heißt ja nicht, dass die nicht anders verlaufen wäre, wenn sie eine andere. Ja, wenn sie nicht gestorben wäre. Ja, aber ich find's trotzdem nicht. Also ich find's echt, ja. Ich war beeindruckt, wie gut sich das in den Film einfügt. Ich finde es auf jeden Fall besser, als wenn sie es jetzt mit CGI gemacht hätten. Ja, das hätte ich auch nicht gewollt. Irgendwo hatten sie es doch gemacht. Ja, als sie jung waren, ne? Die beiden, Luke und Leia. Das fand ich gar nicht so schlimm tatsächlich. Fand ich auch nicht so schlimm. Ich fand sie aber, ich sag jetzt mal, hässlicher als in Rogue One, die CGI-Leia. Jetzt mag sein, ja. Und ich glaube, ich muss jetzt wieder der sein, der sagt, dass ich es einfach katastrophal fand mit den Szenen mit Leia. Weil man merkt schon, dass es voll künstlich gemacht ist einfach. Jede Szene mit ihr, wo sie auftaucht und die Dialoge mit den anderen Charakteren, das war teilweise so für mich, ergibt gerade überhaupt keinen Sinn. Ich verstehe das jetzt nicht. Das ist einfach nur so, wir bauen es einfach jetzt nur ein. Ich verstehe, dass sie es machen wollten. Ja, das wäre so Carrie Fisher. Also ich fand es wirklich. Naja, ich fand es überhaupt nicht gut gemacht. Also das Einzige, was mir negativ aufgefallen ist, ist, dass sie eigentlich immer in der gleichen Pose dastand. Yeah. Die Hände so vor dem Bauch gefaltet, aufrecht stehend. Eigentlich habe ich das Gefühl, sie haben immer die gleiche Szene von ihr genommen und haben sie in verschiedene Szenen reingeschnitten. Haben sie, glaube ich, auch. okay. Und da, wo sie damit Ray interagiert hat oder sowas, das war nicht sie, wo du dann quasi sie von hinten nur siehst, ne? Den Gegenschuss auf Ray quasi nur.
Aber war diese Umarmung nicht exakt die Umarmung aus Episode 7? Am Ende, wenn die sich wieder treffen, nachdem quasi Han gestorben ist und die Starkiller Base explodiert ist. Und ich habe das Gefühl, sie haben einfach die komplette Umarmung rausgeschnitten und in Episode 7 wieder 9 wieder reingeschnitten. Und jetzt ist die in 7 nicht mehr drin, oder was? Ja, wenn du jetzt nochmal guckst, die weg. Weil sie rausgeschnitten wurde. Aus dem Disk. Fuck. Mit der Kinderbastelschere raus. Oh nein! Nee, die drehen ja alles 2-3 Mal, ne? 12 Mal. Also werden sie davon noch genug bei Stanley Kubrick 200-300 Mal. Ja, ich habe das gerade geguckt mit dem Mexikaner. Dann hätten wir so viel Material. Komplett leer einen eigenen Film noch machen können. Also ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass Carrie Fisher da noch einen ordentlichen Abschied bekommen hat. Ja. Ich fand auch, dass sie, also ich hätte jetzt nicht erwartet, dass sie so viel tatsächlich nur auftaucht. Ja. Immerhin ist sie nicht weggeschwebt wie bei Episode 8. Da ist sie ja lebt dann doch wieder woanders. Aber was sie halt erwirkt, ist ja sehr wichtig für die Geschichte. Und da, wenn wir jetzt schon über Carrie Fisher und ihre Sachen gesprochen haben, können wir auch kurz über Adam Driver reden. Der hat, der Charakter Kylo Ren hat da ja so seinen Flip von der dunklen zur hellen Seite, oder diese ganze dunkle Seite wird von ihm runtergenommen. Und dieser, der als Schauspieler, gefällt er mir, also durchweg durch alle drei Teile mit Abstand, mit großem Abstand am besten. Ja, mir auch. Du kannst ihm immer ansehen, ob er gerade Kylo Ren ist oder ob er Ben Kenobi, genau, Ben Skywalker ist. Ja. Genau, nachdem eben er gemerkt hat, Leia ist tot, und dann wird er ja noch von Rey verletzt. Und diese zwei Worte, wenn auf einmal Han Solo wieder da ist, das war unglaublich. Also, das ist Hey Kleiner. Ja, genau. Das war, oh, das war also für Leute, die eine krasse Vater-Sohn-Beziehung haben oder deren Vater leider schon gestorben ist, ist das eine ziemlich, ziemlich krasse Szene. Und ab da sieht man, wie Phil auch schon sagte, es ist ein verdammt krasser Wechsel, den der Schauspieler hat. Und dann ist es eben nicht mehr Kylo Ren, sondern Ben Skywalker. Oder Ben Solo. Und schmeißt das Lichtschwert weg. Ja. Und trägt auf einmal Leinen-Shirt. Damit er ohne Waffe sich dem Imperator stellt. Das ist eine gute Idee. Ja, also ja, aber, zwei, aber du dabei, hast, dann passt das ja. Aber du hast völlig recht, ne? Also der überzeugt da überall auf ja. der gesamten Strecke. Gibt's ja auch Memes, das ist ganz toll. Bandscheibenvorfall hat, weil er die gesamte Trilogie auf seinem Rücken trägt. Ich find Rey schon ähnlich gut. Ja, ist so, also die macht das schon auch gut, aber ich finde Adam Driver ist schon auf jeden Fall der beste von den neuen. Der interessantere Charakter, ne? Der fällt und aufsteht und scheitert und fragt und zornig ist, der ist alles drin. Rey, ihr Job ist einfach nur, ich mache alles richtig und kann es sofort. Dieses, also was mir da von ihm so im Kopf geblieben ist, nach dem Wechsel, wenn er eben gegen seine Hobo-Truppe da von den Knights of Ren kämpft, wir kurz diesen Han Solo-Smirk, dieses kurze, Er zuckt kurz mit den Schultern und hat so den Mundwinkel ja leicht angehoben und dann prügelt der ordentlich los. Das ist ja erst nachher oder beim Imperator dann. Ja, aber wenn das Lichtschwert drüber ist. Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Ach genau, dann geben sie das Lichtschwert ja wieder durch die Macht. Diese Leichtigkeit, die er da auf einmal verkörpert, ist. Das ist halt toll. Das ist so konträr zu der Verkrampftheit, die er das hatte als, aber auch schon Kylo im Ren geschauspielert hat. Das hat er aber auch schon im Thronsaal mit Rey bei den letzten Jedi gehabt. Als die beiden dann in den Kampf gingen gegen die Snokes Garde. Ja. Also da war das schon dieser gelebte Zweiklang, ne? Ja, cool. War auf jeden Fall. Ja, und dann stirbt Kylo Ren. Moment. Und kommt das Ben zurück. Ach so. Ja. Tode werden immer angekündigt im Film, aber dann passieren es nicht, weil sie immer zurückkommen müssen in dem Film. Auch zurück kommt Harrison Ford, damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet.
Nee, damit hatte ich auch nicht gerechnet. Das hat mich sehr kalt erwischt. Dann aber es war sehr cool. Grandios. Ja. Ja, und wie eiskalt Ray Kylo dann da tatsächlich dann doch fertig macht. Ja. Die ganze Zeit schwänzen so miteinander rum und sind irgendwie wie hot aufeinander oder fühlen sich irgendwie angezogen und diese eine gewisse Spannung, die da immer drin ist, und dann einmal hat sie die Gelegenheit und dann zack. Ja. Währenddessen er hat sie verschont, dann die Prioritäten sind halt doch ganz klar verteilt. Während Finn auf dem anderen Flügel da oder dem anderen nutzlos rumsteht und die ganze Zeit Ray, ich wollte dir noch was sagen. Und neben ihm steht seine neue Sidekick Jenna, die, warum man auch immer, dann dem dunkelhäutigen Finn noch seinen dunkelhäutigen Sidekick gibt, genau wie Poe Dameron seinen hellhäutigen Sidekick. Woos wollte er nicht mehr. Vielleicht sollte man mal hat dann jetzt eben Jenna, weil Ray eher abgeflogen ist. Ich glaube, ich lege mal eine Tonspur von Jar Jar Binks dann auf Finn, wenn er da immer rumsteht. Mich sah haben irgendwas. Segelt hinterher, nur um dann nichts machen zu können. Was wollte er denn auch machen? Er wollte ja endlich sagen, was er ja schon die ganze Zeit sagen will. Nur deshalb ist dein Schnürsenkel ist offen. Ich habe mir die Hose. Wieso überlebt denn jetzt eigentlich Ben? Er wird geheilt. Sich festhält? Ja. Ja, sie heilt ihn doch und dann fliegt sie weg. Ja. Achso, das meinst du? Überlebt, sie heilt wollte ihr helfen. Das heißt, sie hat nur so einen kurzen Bilbo-Moment. Quasi. Ja. Oder weil er dann machtsensitiv ist und dann dachte er, er könnte jetzt auch mit dem Lichtschwert oder irgendeiner Waffe ihr helfen gegen Kylo auf dem Todessterngraben da. Ja, okay, ja, gut. Auf jeden Fall, sie heilt ihn dann wieder und dann haut sie ab. Genau. Ja, und lässt ihn da zurück, ohne Schiff eigentlich. Und sie heilt vor allem sein Leinenshirt nicht. Das bleibt kaputt. Ja, aber die Narbe geht das mit der Macht auch. So die drei Baumwollfäden kannst du nicht. Ja. Das ist mir erst beim zweiten Mal nämlich aufgefallen. Dass das Shirt kaputt bleibt? Nein, dass die Narbe im Gesicht weg ist. Echt? Das ist mir auch nicht aufgefallen. Oh, mir auch nicht. Ich hab's ja auch noch nicht zweimal geguckt. Da siehst du mal. Und ich habe eher gehofft, dass er das Shirt auszieht, wie in Episode 8, aber anscheinend wollte er das nicht, der Abrams. Ja, und was macht der Dumbatz? Ray nimmt dann den TIE Fighter von Kylo und der Vollidiot hat immer noch diesen einen Wegfinder da drin. Geparkt, ja. Der vorher schon in seinem TIE Fighter war, der auf dem Wüstenplaneten zerstört wurde, wo er den Licht kotzen musste durch seinen Schleudertrauma, hat es wahrscheinlich extra ausgebaut. Das ist eine gute Idee. Könnte ja schnell kaputt gehen, so ein Teil, aber dieses eine von zwei nur noch existierenden, das baue ich mir gleich in den nächsten Teil. Hat sein Mobiltelefon sozusagen im Auto liegen lassen. Ja, hat den Schmarrn mitgenommen. Ja. Für schlechte Zeiten, da ist es sicher. Aber dann kommt ja tatsächlich jetzt erst Harrison Ford. Dann war ich ja viel zu früh. Nein, wir sind ein bisschen nach vorne und nach hinten gesprungen. Und dann? Also wir waren eben weiter vor, ja. Dann haut Ray einfach ab und lässt die anderen sitzen. Und dann ist Poe böse. Nö, Finn. Oder ist Poe böse? Poe. Ja, Poe. Wie böse war denn böse? Böse, also wieder. Er fühlt sich verarscht. Er wollte zurück zu der Rebellenbasis fliegen und quasi die Mission abbrechen. Weil Ray sie ja quasi schon aufgegeben hat. Das habe ich gar nicht mehr so. Naja, die fliegen ja trotzdem zurück. Echt? Ja. Weil er der Anhörere ist. Ah, okay. Weil Ray ja abgehauen ist mit dem Jäger, kehren die halt zurück zur Basis, weil die wissen nicht, wo sie ist. Genau. Und sie fliegt ich weiß nicht, wie man die Insel den Planeten ausspricht. Exogon. Nein, Achto. Exogon. Achto. Nein. Zu Luke ist Ja, stimmt. Der Luke-Planet. Ja, der Luke-Planet halt. Wo sie halt den Jäger halt verbrennt. Mit dem Holocron. Ja. Ja. Und da wirft sie oder? Das Lichtschwert weg und dann fängt Luke das und dann hebt er den X-Wing raus. Es ist immer eine gute Idee, mit dem X-Wing durch den Weltraum zu fliegen, der 40 Jahre lang unter Wasser gelegen ist. Ja, geht ja bei Todesstern, geht die Tür auch noch. Star Wars Technology, waterproof. Da hatte sie ja das Holocron gerettet, ne? Und angeschlossen im X-Wing. Aber sie verbrennt den
TIE Fighter, weil sie von all dem nichts mehr wissen möchte und in Isolation gehen will, aber lässt das Holocron dann ganz. Ja, die ist schon konsequent, die Frau. Ne? Also, wenn du es so sagst. Sie wollte sich halt noch eine Option offen halten. Sie haben ja ein Gespräch geführt, deswegen. Außer Ray hat sie dann noch Leias Lichtschwert. Stimmt. War nicht eins davon vorher grün? Nee, doch. Doch. Das von Leia war grün. Und beide kämpfen mit dem blauen. Ja, das von Luke war grün. Sie hat das alte von Luke. Ach so. Genau, sie hat Darth Vader's. Ah. Ja, genau. Aber in diesem Rückblende wird ja gesehen, wie Luke mit Leia trainiert und da hat Luke ein grünes und Leia ein blaues. Und deswegen sieht ihr CGI auch ein bisschen komisch aus, glaube ich, weil es blau leuchtet. Durch das Lichtschwert so beleuchtet wird. Weil es blau leuchtet. Was tut es? Es leuchtet blau. Ja, aber nachher kämpfen sie ja mit zwei blauen Lichtschwertern. Genau, einmal dem Original Darth Vader-Ding, obwohl wird das nicht in Episode 8 2 geteilt? Ja, sie haben es aber wieder geklebt, man sieht quasi die Schweißnaht. Okay. Ja, da hätte man da auch eine Geschichte draus machen können. Nicht nur die Maske zusammenlöten, nein, auch ein Lichtschwert. Das Lichtschwert. Wieso wurde das denn zwei geteilt? Ja, in dem Thronraum bei Snoke, wo sie das Licht... Ja, okay. Gut. Okay, mir nämlich nicht so klar, warum jetzt eins beide blau und dann sonst eins grün wäre. Okay. Was war dann noch? Ja, sie ist bei Luke, verbrennt das Ding, Luke fängt das Lichtschwert, was sie reinschmeißen wollte, was wir anfangs erwähnt hatten, dass er das jetzt wieder gut macht. Die bereiten sich auf die letzte Schlacht vor. Ja, und Poe General und der teilt das Kommando mit Finn, der auch General wird. Alle und generell. Lando holt Hilfe. Wie früher. Genau, große Lando Rede. Und Chewie fliegen mit dem Falken los, um quasi die Werbetrommel zu rühren. Genau, weil wenn das jemand kann das Lando Calrissian. Das auf jeden Fall. Schickt den Gangster los, um ein paar Autos einzutreiben. Der die gelben Klamotten anhatte aus dem Solo-Film. Ja, genau. Ja, er hatte doch immer das gelbe Ding an, oder? Stimmt, auch in Empire. Hat er das auch? Ja, okay. Es ist Stretch. Stretch. Jetzt nicht mehr. Jetzt passt es wie angekommen. Hauteng sollte es sein. Am Anfang des Films wird, glaube ich, erwähnt, dass in 16 oder 18 Stunden die Sith-Flotte einsatzbereit ist. Heißt das, der ganze Film dauert 16, 18 Stunden? Ja. Nee, leider nur 3. Gott sei Dank. Nein, ich meine die Handlung. Das ist die Erklärung, warum das die ganze Zeit so geht. So schnell, ja. Okay. Ich stell dir mal vor, jetzt hast du gemacht wie 24 Hours. Ich habe jetzt schon wieder einen Filmriss an der Stelle. Wie kommen die jetzt wieder mit Ray zusammen? Getrunken hast du. Kommt Ray jetzt auch wieder zurück? Ray fliegt nach Exegol. Ray fliegt nach Exegol. Und woher wissen dann die anderen, wo Exegol ist? Wenn sie Marker. Sie setzt Marker mit dem Swing. Genau. Und nicht 3PO, sondern R2D2. Nee, nicht R2D2. Natürlich. Nee, hier der kleine Piepsekopf da. Nein, danke. Dieser andere. Das ist eine ganz großartige Einführungsszene ist. Das konnte ich sehr, sehr gut mitfühlen, wie es ihm da ging. Wenn einfach fremde Leute auf dich zukommen, dich auf den Arm nehmen wollen. Ja. Das sage ich auch immer, nein, danke. Das passiert dir oft, glaube ich. Täglich. Du hast einen auf den Arm nehmenden Charakter. Ja, verkauft sich bestimmt gut. Wollen Sie mich auf den Arm nehmen? Nein, danke. Das war Jar Abrams, oder? Jar Abrams. Er hat gesagt, nein, danke. Dio, oder? Durch Rey erfahren sie, wie sie nach Exegol kommen. Ja, so ist der. Achso, ja, das war Jar Abrams. Erfahren sie, dass wie der Planet quasi geschützt ist und was es dort alles gibt. Es gibt einen Sender, weil der hat anscheinend alles gespeichert. Und so haben sie Strategie entwickelt, wie sie halt die Flotte zerstören wollen. Okay. Die eine Antenne ausmachen. Ja, genau. Und auf die Turbolaser direkt schießen, weil es gab ja schon den Einsatz eines Sternzerstörers mit einem Superlaser, der einen Planeten zerstört hat. Man muss nicht nur einen, sondern einen, den wir kennen. Welchen denn? Mario?
Ich weiß gar nicht. Das war der Planet, wo sie den Sowjet-Ingenieur getroffen haben. Genau, das war der mit Babu Frick. Kijimi, genau. Ach so. Da waren ja eh nur Imperiale drauf. Deswegen wundert sich Poe ja am Ende, wenn hier Zori Bliss zur Hilfe kommt, sagt er, oh, du hast es geschafft oder du hast es vom Planeten weggeschafft oder sowas. Ja. Und dann kommt Babu Frick. Weil er halt gedacht hat, sie wäre darauf. Genau. Oh, stimmt, jetzt erinnere ich mich. Oh Mann. Das war gut. Ja, besser als ein Pinguin. Ich habe es schon so oft gesagt, aber dieser Charakter erinnert mich so krass an den russischen Kosmonauten von Armageddon. Ja. Der in der Mir die ganze Zeit alleine gearbeitet hat. Mit dem Schraubenschlüssel irgendwo rumhämmert. Ja. Ich zeige euch, wie man das in der russischen sowjetischen. Ja. Genau der. Ich muss Schraubenschlüssel, den er nicht zum Drehen benutzt, sondern nur zum Hämmern. Amerikanische Bauteile, russische Bauteile. Ist ja alles bei. Ah ja, und jetzt wird auch C3PO wieder Instand gesetzt, genau. Ich wollte sagen, delobotomisiert. Ja, allerdings auf Stand Filmbeginn. Also quasi alles, was im Film stattgefunden hat, weiß er nicht. Weil er 2 das gebackupt hat. Kann ich das auch? Dann kannst du dann auf jeden Fall nochmal gucken, ohne dass du schon was weißt. Ja, aber ich werde trotzdem davor trinken. Ich möchte den Zeitpunkt haben, bevor ich in Episode 8 reingehe. Oh, dann könnte ich ihn nochmal von Neuem gucken. Genießen. Nee, ich überspringe den und gehe direkt dann zu 9. Nee, dann... Boah, na, das sind diese fruchtbaren Fan-Diskussionen. 8, 9. 8, 9. 9, dann gucke ich mir lieber nochmal den 2. an. Oh ja, da können sich doch alle drauf einigen, oder? Episode 2 und gut ist. Episode 2 ist an einem Ende der Star Wars Filmskala. Auf Platz 1. Ja. Okay, zurück zu 9. Zurück zu 9. Ja, die 9 haben Minas Morgul verlassen. Ach nein. Morgul verlassen, genau. Genau. Ja. Exegol. Ray kommt an. Ja. Geht zum Lift. Dieser riesige Lift, der einfach ins Nirgendwo führt. Ja, über dieser schwebenden Pyramide. Genau. Ja, und trifft auf einen Imperator, der auf einmal sagt, das ist Something. Ich hab drauf gewartet. Ja, es war schon zu lange nicht mehr da. Wer war denn diese Fan-Crowd von Palpatine eigentlich, die da immer außen rum stand, ja, aber nichts gemacht hat? Beifall. Das war doch ganz am Anfang, weißt du? Das war doch die Besatzung von den neuen. Wahnsinnig. Nein, das waren nur Unsinn von mir. Das waren ich die möchte kurz sagen, das weiß war auch doch. Nicht ernst gemeint. Ah. Ach so. Dann sag's nicht. Mario, was waren das? Ja, die haben ihn halt angebetet. Das waren Sith-Royalisten, Kultisten eben. Aber ich dachte, das wären Geister gewesen. Aber warum machen die nichts? Dachte ich auch, aber als dann die ganzen Trümmer auf sie gefallen sind, dann hast du sie richtig schreien gehört. Deswegen, das war schön. Keine Ahnung. Ich fand's cool. Okay, ich hatte nämlich gedacht, aber das kann ja gar nicht sein. Obwohl hätten sie natürlich ja auch einbauen können, dass das sowas ist wie diese Machtgeister nur für die dunkle Seite. Aber da gibt's ja gerade gar keine Machtgeister. Jo. Ja. Doch. Ich kann mir vorstellen, dass eigentlich der sich auch einfach so ein Stadion aus Hologrammen gemacht hat, die ihn die ganze Zeit feiern. Das mit den Machtgeistern ist doch das genau, was Qui-Gon. Ja, aber sie können gebunden sein, auch in Gegenständen. Tatsächlich. Und das ist im Kanon aber erklären. wie heißt das denn jetzt? Ach, jetzt hör mir auf mit deinem Kanon. Und mit Legacy. Ach komm. Nein, das haben sie ja erklärt, das geht tatsächlich. Okay. Aber tatsächlich sind das keine, sondern so wie Mario richtig sagte, dass Kultisten, beziehungsweise diejenigen, die damals in die unbekannten Regionen geflohen sind, die getreuesten. Imperium. Ja, genau. Die sie gebraucht haben. Die Kohle hatten für Fanatic. Lass doch mal Sternzerstörer unterirdisch bauen. Das ist eine sehr und gute noch Idee. Ein. Und noch einen. Und noch einen. Lass doch. Also es sind quasi alles die Senatoren, die Bock auf Palpatine hatten und sich jetzt auch im Kreis um ihn rumsetzen und immer so, ja, Applaus. Und am Ende sagen sie dann, den ganzen Tag öffnet die Deckenluken. Deckenluken? Du bist meine Enkelin und ich möchte gerne in dich rein. Applaus. Weil wie damals, ja. Er.
Ja, ja, das sagt er. Er ist nichts anderes als ein creepy Grandpa, der gerne seine Enkelin vernaschen würde. Ja, die Tochter hat sich ja dann schon umgebracht. Ja, warum wohl? Wie war denn das? Das habe ich nämlich nicht so ganz verstanden oder für mich zwei Möglichkeiten. Will Palpatine seinen Geist in sich fahren lassen oder soll Rey als eigenständige Person? Also, ja, die erklären das ja auch auf Jedi-Seite so, dass quasi alle toten Jedi in allen lebenden Jedi weiterleben und die Sith machen das anscheinend genauso. Also, dass die quasi alle Bewusstseine in dem Körper von Rey dann quasi gebunden wären. Aber sie wäre quasi immer noch Rey, aber alle Sith würden in ihr weiterleben. Ist ja auch sein Signature-Satz zu sagen, strike me down and I will be more powerful than you can ever imagine. Das war aber nicht er, sondern das war Obi-Wan. Ah. Ja, mein Gott, das ist fast der gleiche Charakter. Ja. Aber es ist ja genau der gleiche, was er ja sagt. Ja, aber da hat damals noch keiner drüber nachgedacht. Das kam ja jetzt erst mit Episode 9 auf, dass es ist die aber auch Jedi schon in der Jedi eigentlich, wer der Vater von Obi-Wan Kenobi ist? Aha. Aha. Oh, fuck. Sie ist doch eine Kenobi / Palpatine / Skywalker. Skywalker Solo. Antilles. Antilles, ja. Es war eine Riesenorgie im Imperialen Palast. Wir wissen es alle nicht mehr genau. Es war dunkel. Ups, da habe ich aber einen Fehlgriff gemacht. Diese aber alle waren sehr begeistert von Wedge. Ja, alles. Eigentlich kennt man Palpatines Plan gar nicht, oder? Einmal sagt er, tötet nur das Mädchen, dann sagt er, nein, tötet du mich jetzt, Rey. Nein, jetzt übernehme ich dich und nein, jetzt komme ich einfach zurück. Ich könnte ihn nochmal wiederholen. Ich glaube, er reagiert eher spontan auf die aktuelle Situation und sagt dann was Fieses. Ja. Aber ist das Palpatine? Er sagt in Neudeutsch, I wing it. Genau. Das ist doch nicht, ich finde, das ist so so dumm. Irgendwer von euch hat schon gesagt, Fanfiction. Es ist ein Fanfiction-Palpatine in meinen Augen. Weil Palpatine war immer so. Ja, aber das haben wir doch alles schon lang etabliert. Es ist kein überraschender Film und es ist alles ein bisschen doof. Aber er schießt ganz viele Blitze. Nach oben. Aber ziemlich geil diesmal, muss ich sagen, das mit dem Blitz nach oben aber nur. Nach oben. Was kommst du hier mit Kritik, dass er keinen Plan hat? Er schießt Blitze. Ja, das war's. Not my Palpatine. Coolere Blitze als von mir. Ach, deswegen gibt's auch nur eine Antenne. Der hat Angst vor vielen Blitzableiter. Mein Palpatine wirft lachend mit Kanzeln aus dem Senat. Ja, that's my Palpatine. Und fährt sich dann mit dem Handrücken über sein sabberndes Maul. Nee, aber erstmal muss er sich ja regenerieren. Und das schafft er ja, indem dann Rey und noch jemand kommen. Kylo. Ne? Kylo kommt, ja. Und dann Kylo. Ach, Ben. Ja, Ben, richtig. Ne? Ben trifft da zufälligerweise wieder. Und er kommt ja in so einem richtig alten TIE Fighter an. Du meinst, in dem der keinen Hyperraumantrieb hat? Nee. Habe ich auch gedacht. Die sind aber Hyperraum. Neue Ordnung. Die von der ersten. Ja. Genau. Nein. Ja, nein, er hat einen TIE Fighter vom alten Todesstern. Stimmt. So. Dann konnte er das. Das ist ja so ein sechseckige Flügel. Das macht ja gar keinen Sinn. Das war bestimmt ein Prototyp Darth Vaders persönlicher Jäger. MK, was auch immer. Ja, ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich habe mal irgendwo einen Artikel gelesen. Also da er da ankommt. Ja, nee, ich weiß, der war nicht mit Quellen belegt, aber er sollte eigentlich in einem Shuttle ankommen, aber J.J. Abrams hat gesagt, er muss in einem TIE Fighter ankommen, weil das von der Optik her wichtig ist, dass der TIE Fighter neben dem X-Wing steht und deswegen hat er sich wohl durchgesetzt, dass er mit einem TIE Fighter landet. Aber ich habe mich tatsächlich die ganze Zeit gefragt, wo er den herhaben soll und das macht natürlich wieder Sinn, wenn der vom Todesstern kommt, ja. Ja, aber dass der nicht Hyperraum kann und das macht die Route und ein Holocron hat er ja auch nicht mehr. Oder hat er sich den Weg gemerkt? Hat er gesagt, ach, das merkt kein Mensch. Vielleicht hat er auf letzte Ziele geklickt. Star Wars-Fans sind da nicht so genau. In einem TIE Fighter auf letzte Ziele? Dann bei sich zu Hause am Handy quasi. Er hatte bestimmt sein Handy da. Genau. Aber er nimmt es doch immer mit in seinen TIE Fighter. Genau. Ah, shit, stimmt. Naja. Ja, na gut, er ist fragen da. Wir ihn. Ach, verdammt. Ja, egal. Ben ist da und trifft. Er hat einfach gespürt, wo Leia, hätte ich fast Chewie gesagt. Ist. Aber der war ja noch gar nicht da. Wo Rey ist. Ah, doch, war er schon. Die Flotte war ja schon da. Wir haben noch gar nicht gesagt, wie die Flotte ankommt. Ja, es ist ja keine Flotte, die da ankommt. Stimmt, das ist ja nur ganz normale Leute. Zwei Geschwader
Das größte Schiff, was sie haben, ist eine koreanische Korvette, oder? Habt ihr das eigentlich gemerkt, dass sie die ganze Zeit unter dieser koreanischen Korvette gewohnt haben? Ja. Ja. Na gut. Mhm. War, also das ist die Tente 4. Also unsere gute alte Tente 4. Hm. Denn warum sich neue Dinge ausdenken, wenn genau, alles da wenn ist? Ja, das alte funktioniert. Die hat fast das so viele Episoden durch wie R2. Quasi, ja. Nur hat sich das Thema jetzt erledigt. Gab es die in Episode 8 auch schon? Die gab es in Episode 4, 5, 6, Rogue One. Ja. Und auch in Episode 8? Nee. Aha, das war meine Frage. Aber in 1, 2, 3 gab es. Warte. Ich glaube. Ja, der ist ja hinterher der General, der Senator mit rumgeflogen. Genau, ist ja halt sein altes Schiff gewesen. Ja. Aber in Episode 8 wollte ich wissen, ob es die da gab. Ich glaube ja. Echt? Ja, aber in 8 gab es doch nur diese Flotte, die am Ende komplett ausgegeben wurde. Wen gab es selbst schon 8? Die Tente 4. Nein, gab es nicht. Okay. Mario, glaube ich. Nee, in Episode 8 gab es doch nur die Flotte, die am Ende zerstört wurde. Ich meine, die steht im Hintergrund, wenn sie alle zu den Hangar, zu den Hangarschächten da gehen, oder beziehungsweise zu diesen Bunkeranlagen, da wo die ganzen X-Wings da landen. Das ist ja Episode 7, oder? Ja. Du redest doch von. Nee, ich habe 8 gesagt. Ja, gut, aber 8 setzt ja da wieder an. Ja, okay. Wenn sie alle fliehen. Okay. Achso, kann natürlich sein, dass sie da fliegen sie ja weg. Aber da ist sie anscheinend ja schon weg. Oh, guck mal, interessant. Da waren ja nur 3 Schiffe. Nee, was ich wissen wollte, ist, ob das Schiff ist, was üblich bleibt da. Was hinterher auf dem roten Planeten. Aber dann, die fliegen, glaube ich, alle mit dem Falken weg oder so. Ja, ach, guck mal, haben wir wieder was. Ja. Egal. Egal. Kylo ist da. Ben ist da und trifft die immer noch einkaufenden und rumsneakenden Ritter von Ben. Die mal wieder cool auftreten, aus dem Hintergrund laufen. Ja. Aber sie schlagen abtreten. Mal zu. Ja. Ich stelle sie mir einfach nur vor, wie sie den Einkaufswagen vor sich her schieben und irgendwas suchen. Hallo. Wissen Sie zufällig, wo ich hier Lichtschwerter finde? Nein. Ja, und dann? Und dann machen sie auch schon gleich wieder einen Abgang. Und sie kämpfen gegen Ben ohne Lichtschwert und Ray teleportiert das Lichtschwert rüber. Hat ja 2 dabei. Nämlich noch Leas. Und das war wieder ein schöner Kampf. Also der auf dem kaputten Todesstern zwischen den beiden, den fand ich, irgendwie hat der mich nicht so vom Hocker gerissen, aber der jetzt wieder. Was? Ja. Was meinst du, ein Kampf für dich? Welchen Kampf meinst du? Ben Ray auch gegen die roten Sturmtruppen kämpft und Kylo gegen seine Knights of Ren. Beziehungsweise Ben gegen die Knights of Ren. Aha. Der hat mir gefallen, der Kampf. Hm. Wobei das gar keine roten Sturmtruppen waren, sondern eine neue königliche Garde. Die rot gerüsteten. Waren die rot? Ja. Rot geht immer. Die hatten rotes Plastik an. Weißt du, könnte ich mich immer so aufregen. Ne? Die Garde von Snoke, die konnten Lichtschwerter quasi mit ihren Protektoren an den Ellenbogen oder an den Unterarmen blockieren oder aufhalten. Ne? Aber die Schocktruppen oder Sturmtruppen fallen nicht. Holzfall ist leider zu viel verlangt. Lichtschwert okay, aber naja, Details. Der Imperator hat halt auch so viel Unterstützung gar nicht nötig. Nee, der Imperator. Der Imperator kommt hierher. Der will hat guten ja, Leute alle zu Snoke geschickt und die schlechten da behalten. Ja. Und er will ja auch, dass sie ihn niederstreckt. Das Problem ist nur, er sagt ihr genau warum. Ja. Das lösen immer ihren kompletten Plan. Ja. Weil das auch immer so gut funktioniert. Immer. Sie können mich nicht stoppen, Mr. Bond. Es sei denn, erwarten die von mir, dass ich rede. Ja. Und nach dem in Anführungsstrichen Kampf, wie Mario das nennt, kommen dann Kylo bzw. Ben dazu und dann findet der Imperator heraus, oh, diese Dualität in der Macht und dann kann er gleich 2 Leuten das Leben entziehen, um sich seine Finger wieder wachsen zu lassen. Wieder die Fingernägel schneiden muss. Ja, er regeneriert sich dann ja und rockt ordentlich ab.
Hat auch wieder Augen. Hat wieder Augen. Genau. Viel, also so, es visuell passiert in der Szene ja ganz schön viel. Inhaltlich passiert ja nicht so viel. Sondern er schleudert Ben in den Abgrund. Das war es dann erstmal für den Jungen. Das war aber ziemlich cool, den Kommentar von Palpatine. So wie Heinz gefallen ist, so soll auch jetzt der letzte Skywalker fallen. So eine Anspielung, wie er damals gefallen ist, quasi. Episode 6. Fand ich schon cool. Fand das, ja, ich fand und das, er ist zurückgekommen. Vielleicht hätte das nicht ankündigen sollen. Ja. Ich fand genau das auch wie doof. Wie ich zurückgekommen bin, so hat der letzte Das hätte auch was sagen sollen, ja. So wie du überlebt hast. Ich überlebt, ja. Ja, fand ich gar nicht witzig irgendwie oder gar nicht gut. Also, klar, sehr dumm. Dummer Imperator, dumm. Ja, genau wie mit dem, ne, hat man bei Mace Windu ja gemerkt, Blitze auf Lichtschwerter funktioniert extrem gut, vor allem, wenn es dann auch noch zwei Lichtschwerter sind. Wie ja, das konnte keiner voraus. Aber es ist ja auch nicht dasselbe Imperator im Körper, ne? Deswegen gab es die Regel der zwei. Wahrscheinlich die Regel der zwei Lichtschwerter. Doppelt hält besser. Ja, was ich eben auch visuell wieder so beeindruckend, weil Lando und Chewie tauchen dann ja mit dieser richtigen Armada an Schiffen auf. Und man kriegt davon nicht wirklich was mit. Also es gab Großkampfschiffkämpfe ja um Endor herum in Episode 6 oder am Anfang von Episode 3, wo man ein bisschen von diesem Feeling mitbekommen hat. Mhm. Und jetzt hat man irgendwie nur die Jäger und Leute mit Pferden, die auf einem Sternzerstörer rumlaufen. Ja. Aber dieses imposante Großkampfschiffe kämpfen gegeneinander, das kam, fand ich da überhaupt nicht rüber. Das war wohl zu teuer. Das hattest du in Episode 6 tatsächlich auch nicht, dass Großkampfschiffe gegeneinander kämpfen, sondern haben immer die Jäger gegen die Großkampfschiffe gekämpft. Ja, aber man hat ja auch sie keine Großkampfschiffe mehr gesehen. Naja, da ist schon ein Supersternzerstörer auf den Todesstern gefallen. Das ja, ja. Ah, nee, aber ach so, waren aber auf der gleichen Seite. Nee, ich bin gerade bei Episode 8 und 7 und sowas. Da aber bei Rogue One hast du es halt auch, da hast du auch so ein Gefühl für Großkampfschiffkämpfe gehabt. So, dass die überhaupt irgendeinen Wert haben. Ja. Ja, das war richtig. Ja, aber das war auch schon wieder fast ein bisschen lächerlich, wie viele da waren. Das war wieder größer, höher, weiter. Es muss jetzt wieder noch viel mehr sein als sonst. Ja, aber mit dem Hintergrund, dass es keine Armee mehr gibt und kein Militär mehr gibt, sind das halt einfach wieder umgerüstete Schmuggler und Mon Calamari-Passagierschiffe. Ja, genau. Sie haben gesagt, das sind ganz normale Leute. Dann nehme ich dann doch gerne meine 1000 Sternzerstörer und sage, mach schon mal die Kanone vor. Mach schon mal aber warm, das dauert nicht lange. Ich finde es halt echt so gut, wie er da so nonchalant eine Flotte mit hunderten Sternzerstörern, die alle einen Todesstern lasern. Also, Was haben oder nicht haben, ne? Ja. Sie haben halt nur eine Navigationsantenne. Es waren ja sogar zwei. Du musst halt irgendwo sparen. Da haben sie aber schon gezeigt, ne? Admiral Peart hätte da total versagt, aber hier Captain, wie heißt er? Prime, der sagt, er kennt das und sagt, schalten Sie um auf Antenne 2. Zack, nimm das bitte. Zweiten sieht man besser. Nimm doch das zweite Paar Handschuhe. Ja. Denn die sind auf unserem Schiff, das ist ja unbesiegbar. Und dann haben sie, oh, sie haben Pferde. Sie haben Rippe. Unmöglich. Machen Legionkanonen. Sie haben Ponys. Ich bin immer lächerlich rauf, Tim. Sie hatten Ponys. Die waren zu groß für Ponys. Siehst du irgendein Zirkuspferd normal da? Wie sie da hoch und runter jonglieren, sich aufeinander stellen. Das ist eine Raumstation zu groß für eine Raumstation. Russische, sibirische Ponys. Zu groß für Ponys. Gehen sie mit den Schiffen auf ihre Höhe, dann schießen sie sich gegenseitig ab. Ja, klar, wenn man ja zweidimensional denkt im Imperium oder in der Ordnung, erste, letzte, vorletzte Ordnung. Ja, aber ganz ehrlich, die Schlachtformation der Sternzerstörer war ein Witz, oder? Ja, da hätte man ruhig mal 10 Meter höher. Ja, die war mit dem Lineal gezogen. Ohne Quatsch. Aber es sah gut aus. Ja, das stimmt. Ja, das Imperium war eine Parade.
Prioritäten. Das ist dasselbe also, Prinzip wie irgendwo 2 Kilometer entfernt landen. Ja, Aussehen oder Effizienz? Aussehen, ich sage. Aber wenn ich 1000 Sternzerstörer baue, ne, und die dann Platz sparen auf so einem Planeten parken muss, dann mache ich doch was Dreiecken. Vielleicht nicht, dass ich alle in die gleiche Richtung gucken. Mal kurz auf. Lässt du sie innerhalb dieses gefährlichen Labyrinths bauen oder außerhalb? Die haben halt gelernt, du weißt ja, was über Hoth passiert ist, als die beiden dreidimensional geflogen sind. Da sind sie fast gegeneinander gestoßen. Da haben sie draus gelernt. Wie bei Blue Harvest, ne? Lass doch ein Stückchen weiter nach links fliegen. Oh, ist ein Stückchen weiter nach links geflogen. Aber das alles unterstützt meine Theorie, dass die doch der Imperator einfach hochgehoben hat am Anfang und die gar keine Leute hatten und keine Antenne braucht. Das hat er alles nur mit der Macht gemacht und da hat er jetzt keine Zeit mehr für gehabt. Ja, weil er aber jetzt war ja Personal da und dann haben sie ja ganz schneidig noch die Triebwerke angemacht. Ja, ja, okay. Okay, wir kommen dann nicht. Wo aber dann trotzdem nichts passiert ist. Triebwerke an, aber bewegte sich nicht. Ja, das ging alles so irgendwie an mir vorbei, dieses Sternenzerstörer-Gedöns. Irgendwie. Wo warst du denn die ganze Zeit? Sag mal. Er hatte auch ein paar Aperol getrunken. Hast du nur Popcorn geschlagen? Nee, ich wollte damit sagen, dass es war irgendwie so auch so nicht so richtig so ein Höhepunkt. So. Also bei Palpatine ja. Belanglos. Genau, aber da außen war mir so ziemlich egal. Ja. Und warum hat er sie eingebuddelt? Da kommst du nicht drüber hinweg. Als Überraschung. Nee. Falls irgendjemand vorbeikommt, dass man der das nicht sieht, während eine riesige Hoover-Pyramide da den Systron bewacht. Ja. Nee. Na, weil der ja auch im Keller wohnt, da hat er die natürlich auch unten gebaut, oder? Das ja, aber so. Jeder die gute 500 Meter vorher, dieser umgedrehten Pyramide. Toll. Junge, Junge, Junge. Fürs Aussehen halt Prioritäten gesetzt. Ja, ich habe mir immer noch mal ich male immer noch Dreiecke. So viel und Platz sparen wie möglich. Weil wenn du 1000 hast, sag Bescheid. Ja, Bescheid. Du weißt ja, ihre Stuhltechnologie ist der Unsinn und Lichtjahre voraus. Vorsicht, die Handgriffe sind schon aus Metall, sind magnetisch. Oh. Ja. Ach, ist denn der Imperator schon tot? Ich war kurz weg. Nö, wir können ihn aber jetzt sterben denn je. Lassen. Younger than ever. Sterben. Denn er hat nicht erkannt, dass sie jetzt sich gegen ihn verbünden, oder? War aber auch abgelenkt, hatte sein Sonnendach aufgemacht und Blitze. Ja, stimmt, die hatten wir ja schon. Ja. Schöne Blitze. Das hatten wir schon. Schöne Blitze, zwei Lichtschwerter. Sie getötet. Ja. Sie wämst ihn ordentlich weg mit dem Mace Windu Spezial. Nur ja, kommt jetzt kein Anakin vorbei. Ja. Ah ja, genau. Das man hört ja auch alle Jedi, sie sagt ja auch am Anfang, sprecht zu mir oder irgendwas während ihrer Meditation. Und jetzt, ich glaube, es kamen wirklich alle namhaften Jedi mit Sprechrolle vor. Sogar Anakin. Das fand ich aber ja der krasseste Satz tatsächlich, wo er dann meinte, dass sie die Macht ins Gleichgewicht bringen soll. So wie ich es getan habe. Nachdem ich nicht böse genau war. So. Vielleicht genau, vielleicht nicht genau so. Tatsächlich reden doch Jedi, die noch nie was gesagt haben in den Filmen. Ja. Die sind in Episode 1 bis 3 vorgekommen, wie Aayla Secura zum Beispiel, die hatte nie geredet. Die hat man nur sterbend gesehen in Episode 3. Order 66. Ja, genau. Also Jedi von Order 66 hat man wirklich jetzt gehört haben. Fand ich ihn schon ziemlich cool gemacht. Er hat ja angekündigt, er möchte wirklich alles verbinden. Und ich finde, meiner Meinung nach ist das die einzige Verbindung irgendwie so mit allen. So, ja, er liebt doch die ersten drei Filme, also die letzten drei Filme doch irgendwie wahr. Und ignoriert es nicht komplett. Ja, er nimmt ja auch nicht nur die Jedi aus den Filmen, sondern auch die Jedi aus den Serien. Kommen auch noch dazu. Kanan Jarrus und so weiter. Aus genau, Ahsoka Tano. Man hat ihn ja gefragt, in Abrams, wer sein Lieblingscharakter ist. Und er meinte, es ist keiner aus dem Filmen, sondern Ahsoka Tano. Und dann hat man ihn gefragt, ja, können wir was sehen von ihr dann? Und das wirst du dann sehen im Film. Und anscheinend für dich nur die Sprechrolle. Mhm. Das haben sie eingebaut. Ja.
Ja, ja, aber da hätten doch auch wieder alle nur geschrien, Fanservice, Fanservice. Ich meine, ja, aber den gab es ja auch für diese Rebels-Serie, ja, dieses Raumschiff, was sie da fliegen. Die Ghost war ja auch im Bild zu sehen. Ja, ja. Die kamen, glaube ich, in als 8 mit der auch schon mit, mal vor. Nee, in Rogue One hat sie mitgekämpft. Ein Rogue One war das, genau. Ja, und weil jetzt tauchte sie ja auch auf mit dem Millennium Falke. Gut, die Frage ist halt, lebt die Besatzung halt noch? Weil ist doch schon seit 30 Jahren später oder mehr sogar. Ja, und Lando ist auch da. Fetter denn je. Han Solo A. Lea. Luke. Der Imperator. Das heißt nichts Gutes. Klassentreffen. Der Imperator ist wiedergeboren. Ja. Ja, aber dann explodiert er ja auch und mit ihm all seine Fanboys. Genau. Ja, aber hat er das jetzt nicht geschafft, was er wollte? Oder ja, eigentlich, das habe ich mir tatsächlich auch gedacht. Bring mich um. Ja, okay, hat sie getan. Und jetzt? Ja. Jetzt ist sie ein Skywalker und der ganze Scheiß fängt von vorne an. Genau. Deswegen vergräbt sie die Lichtschwerter ja auch auf Tatooine. Weißt du, ein Planet, den Luke nicht mal mochte und ja, der mit dem Leia nicht mal was zu tun hat. Das habe ich dir doch schon dreimal gesagt, warum sie das gemacht hat. Weil Anakin daherkam? Nee. Weil J.J. Abrams den Film gemacht hat. Ach ja. Damit man am Ende das Force-Theme sieht, während sie in die zwei Sonnen gucken kann. Ja, sag ja, ich doch. Das war auch schön. Das mochte ich jedes Mal, wenn das gekommen ist. War ich immer sehr, sehr getouched. Aber das ist so was halt. Das funktioniert auch beim 100.000. Mal. Einfach. Das funktioniert beim 100.000. Mal, aber was bei mir überhaupt nicht funktioniert hat, obwohl es, glaube ich, auf den Zuschauer abgeschnitten war und nicht auf den Inhalt oder auf Rey selber, war, dass sie sagt, I'm Rey, Rey who? Rey Skywalker. Weil das war wirklich, das war eher so für den Zuschauer. Ich persönlich fand es eher kacke, weil das hat immer noch jetzt einen Fuß in der Tür von der Skywalker-Saga gelassen. Anstelle ist mal vollkommen abzuschließen. Ja, aber der Zug ist doch lang durch. Also mit diesem, was in Episode 7 so angeteasert wurde mit, vielleicht ist sie tatsächlich niemand und wir hören jetzt mal auf mit diesem Theater, dass alle wichtigen Menschen der Galaxis irgendwie aus denselben 5 Familien stammen. Ja, ja, oder dass es Blut sein muss, ne? War halt, gleiche ja, Blut sein muss für die Macht. War also ich find's immer noch schade, dass sie die Gelegenheit nicht ergriffen haben. Aber ja, dann sollst du doch jetzt sich am Ende sagen, nö, Palpatine, nö, die Familie, nö. Nee, dann hast du mich falsch verstanden. Ich meinte einfach, dass sie Skywalker an sich, das Skywalker hätten abschließen können. Und so wird es jetzt halt sich noch die Möglichkeit offen gelassen, Skywalker noch mit weiterzunehmen. Das meinte ich. Also sie kann sich auch Calrissian nennen oder so. Mit dem hat sie genauso viel zu tun gehabt wie mit Luke. Aber dann hätte der Filmtitel noch viel weniger Sinn gemacht. Das stimmt ja nicht. Wenn hätte sie sich Organa nennen können, weil mit Leia hat sie noch viel mehr zu tun gehabt als mit Skywalker. Also ich fand das sehr schlüssig, dass sie sich Skywalker genannt hat, weil sich ja Ben Skywalker für sie gerade geopfert hat. An den habe ich gar nicht Solo gedacht. Ich hab nur ach so, der hieß ja gar Solo nicht Skywalker. Leia hieß ja auch Solo. Ja, verdammt. Aber es waren ja alles Skywalker. Im Herzen, im Blut, im Wasser. Ich glaube, in Episode 9 heißt Leia nur noch Organa, nicht mehr Solo, glaube ich sogar. Ja, aber Tim hat doch gerade eben schon gesagt, es kommt aufs Blut an, alles andere ist doch moderner Quatsch. Genau hier. Das habe ich gesagt. Mist hier. Ja. Nein, der andere. Und das war eben ach das, was so schade ist, ne? Weil sie ja mit dem Besenjungen aus Episode 8 dann schon gesagt haben, alles klar. Besenjunge, muss ja, nicht, stimmt. Finde ich toll. Es muss nicht ein Skywalker oder ein Palpatine sein, sondern es könnte jeder sein, was es ja charmant gemacht hätte, dass die Macht quasi ein Gegenstück sucht zu der Macht des aber nein, du musst halt doch aus der richtigen Familie nein, du musst ja, halt aus dem richtigen Hause kommen. Ray, just Ray. Ne? Aber sie, genau das und der Junge wurde auch mit seinem eigenen Besen aus der Geschichte verprügelt. Genau wurde. Aus der Geschichte gefegt. Du musst kein Skywalker sein. Wenn du nur an dich glaubst, kannst du alles erreichen. Kehr weiter, sonst schlag ich in den Bild. Wenn Frau Skywalker hier das nicht alles blitz und blank sieht, dann müssen wir beide leiden.
Wie, du willst ja auch Witze machen, dafür stirbst du in deinem X-Wing. Snap. Nein. Du bist keine Aber ich bin nicht dick. Du zweiter Schwager mütterlicherseits von Wedge Antilles. Und zu was macht uns das? Nicht genau zu einem Bings. Gar nichts. Jaja Bings. Ja. Das war aber schön. Wir können ruhig etwas positiver sein. Genau. Hey, gute Nachricht. Habt ihr überhaupt jetzt noch zum Abschluss, wir haben jetzt sowieso alles so detailliert gemacht, habt ihr schon, während ich weg war, gesagt, dass eigentlich Rey stirbt? Nein. Nö, okay. Das haben wir alles schön übergangen. Ja. Also Rey stirbt. Weil das so traurig war, da können wir nicht drüber reden. Und was habt ihr zu dieser, erzähl mal weiter. Ich hab mich, erzähl das mal. Rey stirbt und dann revanchiert sich Ben, indem er genau das macht, was sie vorher gemacht hat, nämlich er benutzt diesen Jedi-Heiltrick und übergibt die Lebensenergie an sie. Nur wenn man gestorben ist, dann braucht man halt seine ganze Lebensenergie und stirbt dann dafür. Ach so, die hätten das jetzt nicht endlos weitermachen können. Vermutlich nicht. Ich dachte, da gibt es ein Meme sogar dazu im Internet. Es gibt zu allem ein Meme im Internet. Oh, das ist immer das Gleiche. Das ist immer Picard. Einmal mit einer Hand, einmal mit beiden Händen vor dem Gesicht. Ich fand das eigentlich ganz schön. Warum hat denn der Imperator dann nicht die gesamte Lebensenergie von denen rausgesaugt? Dachte er, könnte sie dann. Ja, so viel brauche ich oder? Nicht. Für nicht, später. Nicht alles auf einmal für später auf. Ich bin nicht so maßlos. Ja. Es ist Fastenzeit. Ja. Aber die Kussszene, meintest du die, Phil? Oder? Was habe ich gesagt? Du meintest, du wolltest was sagen und dann hast du gesagt, ah nee, Tim, erzähl erstmal. Habe ich vergessen. Okay. Aber ich fand den ganz komisch. Ja, den fand ich komisch. Für mich war der total fehl am Platz, weil ich habe in dem Verhältnis von den beiden nie irgendwas Romantisches wahrgenommen. Genau, ich auch überhaupt nicht. Ich in dem Kuss aber auch nicht. Also passt aber das. In dem, ja, aber was, ich stehe mit freiem Oberkörper darum. Im Drehbuch. Was? Ja, es war, ja, war. Ich glaube, da stand gar nicht im Drehbuch. Die haben es einfach gemacht. Oder, ja, okay, nee, ja, dann hätte es ja, wahrscheinlich besser das. Ausgesehen, wenn die das einfach gemacht Das kommt in der Highschool-Story ganz gut, aber hier ist bei Star Wars. Ja. Wedge Antilles kam vorbei, da konnte keiner nein sagen. Wollte mit mir rummachen. Also ich fand, das ist auch kein Welle Drama, der Liebe verbreitet. Aber ja, kam für mich ein bisschen aus dem Nichts. Also ich fand es grundsätzlich schon mal gut, dass einer von beiden gestorben ist. Weil dann haben nicht alle überlebt. Und ich bin mir gar nicht so sicher, ob nicht das zum Beispiel eine der Sachen ist, die so in letzter Minute jetzt noch so hingedreht wurden. Und ob die nicht vielleicht eigentlich zusammen auf Tatooine sich niedergelassen haben. Weil eigentlich hätte man Ben auch super weiter erzählen können. Ja. Total. Bei den Szenen wurden ja eh schon von vornherein mehrere gedreht. Habe ich ja schon gesagt. Da gab es ja sowieso verschiedene. Der Beweis fehlt. Aber sind die auch bekannt? Oder? Ja, okay. Gab bestimmt Test-Screenings mit verschiedenen Enden. Sowas wird doch häufig gemacht. Die sind bestimmt auch Leuten bekannt, Ben. Nein, ich meine, ob die öffentlich bekannt sind. Nee, ich weiß es nicht. Okay. Gibt es auch die Version, wo der Palpatine gewinnt? Ja. Wo sich Finn und Poe am Ende küssen. Er gründet das zweite Palpatine und galaktische Imperium. Nachdem die erste Ordnung, die letzte Ordnung, das war auch ein bisschen albern. Ja, er kann sagen, jetzt dann die auf allerletzte Ordnung. Die erste Ordnung kann auch die letzte sein. Wiederhergestellt. It's treason, then. Und dann haben sie was ich ja auch nicht cool fand. Also dieses Pony auf dem Sternzerstörer hatten wir ja schon, ne? Aber, Pony und cool, ja, im Saat. Ja, ja, nee. Und dann müssen sie diese Antenne von diesem Erste Ordnung Schlachtschiff da irgendwie wegmachen. Und Gott sei Dank gibt es aber an so Raumschiffen dann bei solchen Raumschiffen auch eine kleine Luke. Außen ja. Mit einem Griff, die einfach nur 25 Zentimeter dick ist. Bei so Schlachtschiffen. Also Kommandoschiffen. Und da reicht es dann, wenn man einfach sechs der Maldetonatoren einfach nach unten
irgendwo hinwirft und 150 Meter weiter geht das ganze Schiff wieder. Das haben die sich halt auf einem ganz anderen Deck. George Lucas hat sich ja auch diese Raumkämpfe damals bei Zweiter Weltkriegsfliegern abgeguckt. Da hat jetzt J.J. Abrams gesagt, das mache ich auch mit Panzern. Hat man doch früher die Klappe aufgemacht und die Granate reingeworfen. Ja, ja. Nur aber du schmeißt sie, lässt sie irgendwie 50 Meter fallen, weil so und ganz woanders explodiert irgendwas. Na, Tim, das ist eine Kugelbahn da unten. Die sind einfach weitergewollt. So ein Looping. Sie sind und dann nach, kommt so gerollt Brücke. Und nach oben gerollt. Ja, ja. Genau. Ja, das ist so, das ist so ein Luftpostsystem. Der hat das in die Luftpost geworfen. Das ist von Fischer. Das wäre ja so, als wenn man versucht, auf Bombratten zu schießen oder einen Lüftungsschacht. Das geht nicht. Ich finde, ihr seid albern. Ja. Wir werden lang also, und dann war das ganze Schiff kaputt. Mit einem, was man dann dreht. Und einfach die anderen dann auch alle, oder? Und auf die Brücke feuert, genau, weil wenn die Brücke kaputt geht, dann stirbt ja das dann Schiff. Dann ist ja alles kaputt, dann automatisch. Das wissen wir ja schon von der Exekutor, Ben. Ja, nein, und Pride schafft es aber noch störrisch gegen die Scheibe zu rennen. Ich hätte es mal lustig. Hat er sich dann nochmal aufgestellt oder ist er nur dahin gerannt? Ja, irgendwie wollte er, glaube ich, wegrennen, aber hat nicht gewusst, dass da eine Scheibe ist. Hat gedacht, aber bei Bier hat es auch geklappt, ne? Ja. Aber er hat auch immer sein gutes Stöckchen dabei gehabt, das muss man ihm ja sagen. Er hat immer sein Stöckchen dabei gehabt. Ja, also ich fand gut, aber Hax hatte auch einen. Hat er auch? Ja, aber erst nachdem man ihm ins Bein geschossen hat, in seine andere Schulter. In seine dritte. Nee, der hatte vorher auch einen. Die sind beide? Nee, mit verschränkten so Armen zum und dahinter hatten sie alle so einen Marschallstock. Vielleicht muss man das haben als General. Beim Snoke. Aber erinnere ich mich falsch oder haben sie dann rausgefunden, dass wenn man denen in die großen Bimmelkanonen schießt, dass die dann alle explodieren? Mhm. Ich dachte, es lag nur an der Das hat mich nämlich so an Independence Day erinnert. An dem Satelliten, dachte ich. Der Satellit hat die ja rausgeführt, eins nach einem, aber wir haben da ja irgendwie rausgefunden, wie sie schnell zerstören können. Ach so, sie waren dann nur kampfunfähig. Oder ja, wenn sie den Satellit zerschießen. Nee, der Satellit war dafür da, um die da in die Freiheit zu entlassen, quasi. Aus diesem Drecksgebiet raus in die Galaxis. Okay. Eben, es macht ja so viel Sinn, 10.000 Großkampfschiffe innerhalb eines Sturms zu bauen, dass sie erstmal raus müssen. Okay. Unter der Erde. Nicht vergessen. Okay, ist ja gut. Dreiecke hintereinander. Was machst du vom Beruf? Ich bin Raumkraftingenieur. Glück auf, ich gehe unter Tage. Ja, Navigationsboje. Und dann haben sie irgendwie festgestellt, dass der Generator, das Schiffsgenerator verbunden ist. Natürlich mit dem Todessternlaser verbunden. Natürlich, der braucht ja Energie. Natürlich. Na? Was dachtest du, einen 9-Volt-Block? Oder vielleicht einen separaten Generator. Das ist bestimmt noch von dem Ingenieur, der damals den Todesstern entworfen hat. Und da kommt in 2 Jahren kommt ein Film raus, dass er auch hier eine Schwachstelle eingebaut hat. Rogue 2. Oh ja, sehr schön. Die Rache von Krennic. Das war Krennic, genau. Der ist dann auch zum Verräter geworden. So. Genauso wie Hux. Ja. Es ist mir egal, ob ihr gewinnt. Ich will nur, dass Kylo Ren verliert. Das wäre schön. Dann kommt einfach der auch wiedergeboren. Werden alle wiedergeboren. Haben es alle rausgefunden. Ich meine, was sollte ihn jetzt daran hindern, nochmal wiedergeboren zu werden? Ja. Palpatine. Das ist er hat es ja jetzt rausgefunden. Stört, nicht stirbt. Was mich daran stört. Und wenn man Disneys Strategie von Kathleen Kennedy da. Weiter so auf dem Schirm hat, dann so, ach komm, wir melken die Marvel-Serie. Die kaufen das schon. Die vorletzte Rückkehr von. Doch nicht die letzte Rückkehr von Palpatine. Ja, dann kommt noch eine Abschiedsszene ganz schnell und dann ist der Film vorbei. Nämlich Chewie kriegt seinen Orden, Lando macht komische Andeutungen und alle sind glücklich. Ach so, ja. Und was hat Lando denn für eine Andeutung gemacht? Dass Jenna seine Tochter ist. Oder auch nein, das hat er nicht gemacht. Nein, er hat gesagt, wir finden das raus. Genau. Ich glaube, er hat sie angebaggert. Ja. Aber hallo. Ja, also was, nein, es gab ja dieses, ne, sie ist seine Tochter, aber das wird ja, glaube ich, jetzt wieder debunked, dieses Ding. Ich fand es ziemlich ultraschwelligen, wir machen vielleicht hier ein Feature draus. Ja, das kann auch sein.
Mit Lando. Ich hab mal gehört, nach Episode 7, dass es schon Hasbro oder irgendwelche Puppen erstellt wurden von Finn. Und da stand schon der Nachname, und das war Finn Calrissian. Und die wohl mussten wieder eingestampft werden. Aber das ist halt ein paar Jahre her und das Gerücht kam nie wieder. Also offensichtlich war es nicht. Ja, es wäre halt auch einfach echt mal wieder billig. Also nur weil du jetzt zwei schwarze Charaktere hast, müssen die nicht. Ja, das würde ja passen. Müssen die nicht. Ja. Ja, wie auch alle anderen verwandt sind. Das ist ja genauso. Ja. Am Ende sind es eh alle Skywalker. Ja. Ich wollte gerade sagen, Star Wars ist halt eine Inzestgeschichte. Genau. Diese eine Orgie im Palast. Schöne die Grüße Orgie in die Eifel. Ja, und dann kommt natürlich noch die Szene mit den Lichtschwertern, die Rey vergräbt und dann ihr eigen wohl selbst gebautes gelbes Lichtschwert zeigt. Gelb. Ja. Was doch so ein zweiseitiges ist, oder? Das sah für mich so aus wie so ein Stabding. Ja, nicht genau. Gesehen. Das sah, weil das so lang war, genau. Und hat auf der anderen Seite auch so eine Fassung irgendwie. Sah so aus. Ja. Aber sie hat aber immer, eine Seite aktiviert. Sie hat auf jeden Fall nur eine, genau. Ja, kommt ja nicht gleichzeitig an beide an, wenn sie beide so Rädchen haben. Das Ding war ja irgendwie 2 Meter lang. Ja, aber sie hat ja auch früher so einen Stab gehabt, so einen Kampfstab, von daher wird ja, der ist das doch, oder nicht? Ach so. Nur oder? War das nicht der, den sie immer getragen hat? Weil das Griffstück war ja gleich. Sie hat ihn digitalisiert, quasi. Jetzt ist es. Das wäre ja lustig. Er hat ein zweiseitiges Lichtschwert und kommt nicht an beide Enden dran, um es anzumachen. Man klopft in der Mitte. Da war Darth Maul schlauer. Und auch die Darth Way, die ja eins dann dachte, so, dann klappe ich es dann auf, wenn ich beide anmache. Ein Klappmesser. Das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Mit dem Klappmesser. Das war auch nicht wichtig. Gut. Die Parodie oder die Szene im Film? Ja, auch die Szene im Film nicht. Die Parodie mit dem Schweizer Klappmesser. Ich schaue mir nochmal den, ich habe ja das Todessternbuch, also Technical Companion davon, ich schaue mir nochmal an, ob da wirklich noch ein Raum war. Wenig. Auf keinen Fall, auf keinen Fall so ein großer. Die fallen da doch da. Die gehen einfach raus. Sogar noch durch Gänge da drin, oder? Die geht da noch drin rum. Genau. Ja, aber das sieht mehr so aus, als wäre das so ein, als würde sie da durch so einen Wandversorgungsschacht laufen. Das ist alles so eng und schmal und. Ja, dafür war der Todesstern ja berühmt. Ja. Und schmal. Ja, der war halt wenig Platz drauf. Da ist draußen noch so ein Viereck dran geflanscht. Eine Außenleiter. Eine Außenleiter, so eine Feuerleiter. Wow. Mein Geheimraum. Innen wird man ihn nie finden. Und außen kommt sowieso nie so jemand so dicht an den Todesstern heran. Nein. Verdammt. Die werden sich alle fragen, ist das ein Mond? Ist es eine Raumstation? Ja, was geschieht als nächstes? Ich glaube, nichts mehr. Ne? Freuen wir uns auf Mandalorian? Haben doch, schon es gab ja noch ein bisschen Fanservice, indem man noch ein paar alte Planeten gesehen hat, die alle rumparty machen. Ja. Ja, das wollte man ja stimmt. Die kreative Endor, Idee genau. Mit Feiern in der Galaxis, wenn der Imperator besiegt ist. Das hat es ja noch nie gegeben. Dann kriegen alle eine Push-Notification auf ihr Handy. Imperator tot, Feuerwerk raus. Was war mit dem Holdo-Mann? Das Lustige ist ja mal wieder, nur weil auf Exegol die Flotte besiegt wurde, können plötzlich auch alle anderen Flotten der Galaxis besiegt werden. Richtig. Ja. Ne? Weil die erste Ordnung hatte ja nur ein Schiff da. Genau, auf jedem Planeten ein Schiff. Bei Endor wurde das Holdo-Manöver nämlich nochmal durchgeführt. Ja. Das sieht man nämlich so schön. Und was ich auch ziemlich geil fand, auf Jakku. Ja, genau. Und auf Jakku stürzt ein zweiter Sternzerstörer ab. Während du. Genau da, wo der andere liegt. Ja, genau. Das fand ich auch ziemlich geil gemacht. Planeten sind halt sehr klein. Ja. Wurde das auch wieder geraucht, dass der Stern. Ja, man sieht oben, wie der Sternzerstörer quasi von so einer grellen weißen Linie in zwei Teile geschnitten wird. Ach, guck. Ja, das muss ich mir nochmal anschauen, glaube ich. Weil sie referenzieren ja in dem Film sogar das Holdo-Manöver, wenn, ich weiß gar nicht, mehr fragt, können wir nicht das Holdo-Manöver machen? Und dann sagt irgendein anderer. Das war hier, der Hobbit hat das gefragt. Ah ja. Und, jemand anderes sagt dann, na, das ist
One in a Million Shot oder irgendwie sowas. Ja, ja. Gut, jetzt hätten sie es auch nochmal machen können, weil wenn man nämlich Dreiecke hintereinander muss man, also hätten und alle auf einer Ebene. Alle auf einer Ebene. Gut, es waren wahrscheinlich 27, 30 Reihen, aber du kannst ja auch die 100 Stück, die in einer Reihe sind, das wäre es noch wert gewesen. Haben sie bestimmt. Ja, die, ich meine, die hatten gerechnet. Ja hinterher so viele Schiffe, wenn die alle in den Hyperraum gesprungen wären. Directed by George Lucas. Dann hätte der Imperator auch dumm geguckt. Ja, der ist mit seinem Blitzen da gestanden. Die bringen sich alle selber auf. Das habe ich nicht geplant. Das soll doch mal rüber ist aus Episode A. Something, you are all crazy. Aber ich habe ja Gott sei Dank, kann diese Pyramide kann auch fliegen. Wir hätten noch was vergraben oder sowas. Die zweite geheime, die allerletzte Flotte. allerletzte Ordnung. Ja, ja. Die wirklich letzte Ordnung war noch darunter gebaut. Fast letzte Ordnung. Ja. Wollen wir denn noch eine Gesamtbilanz ziehen? Mhm. Nee. Doch. Zumindest hatten wir ja schon viel Spaß im Podcast. Hatten wir denn auch so viel Spaß im Film? Das hatte ich auch. Beim ersten Mal nicht. Beim ersten Mal war ich todtraurig und enttäuscht und dachte, da soll es das jetzt gewesen sein, weil so viele Fragezeichen da waren. Deswegen hattest du Redebedarf, hast du geschrieben. Genau, wir müssen reden. Ja. Und allen ging es so. Und ich glaube, das Geheimnis ist es dann einfach irgendwie, das ganze Ding so zu sehen, wie es hier auch schon gesagt wurde, unvoreingenommen und wieder durch die Augen des Kindes und nicht die Leute, die wie wir alles gelesen haben oder einen Großteil gelesen haben und in viel zu viel drin sind, weil dann kannst du immer nur Fehler sehen und nicht glücklich werden damit. Ja. So, beim zweiten Mal hatte ich dann da die Ruhe. Und mit der Familie und wenn sich das Kind dann darüber freut und Lando Calrissian erkennt und sowas, dann springt das auch über und dann kann ich das wieder mit kindlicheren Augen sehen und nicht alles auf die Waage legen. Dann hatte ich da so ein bisschen meinen Frieden mit. Vielleicht beim dritten Mal wird es wieder anders oder noch besser, keine Ahnung. Okay. Weitere Stimmen? Mario. Ich wollte gerade sagen, ich finde, Ben hatte das bei Letterboxd ganz gut geschrieben. Aber ich wollte das jetzt, ja, ich kann es auch als nächstes sagen. Also ich habe das tatsächlich aus dem Internet geklaut und ich weiß leider nicht mehr die Quelle für diesen Satz. Ja. Aber der ist quasi, der fasst den Film für mich perfekt zusammen und der hieß, Episode 9 ist kein guter Film, aber ein gutes Gefühl. Ich glaube, Phil hat sich gerade als Quelle geoutet, weil nein, hat sich beschwert. Nein. Nee, aber das trifft es für mich ziemlich genau. Ich hatte Spaß, als ich im Film gesessen habe, beim zweiten Mal noch ein bisschen mehr, weil man halt weiß, bei welchen Szenen man vielleicht mal kurz blinzeln sollte, damit man was nicht sieht oder nicht mitbekommt. Aber ja, man darf halt hinterher nicht drüber nachdenken. Naja, man muss sich halt klar machen. Ich meine, es ist ein dummer, einfallsloser echt so Schema F-Film, aber es ist ein Film über Weltraumzauberer, also können irgendwie alle so ein bisschen einen Gang runterschalten und ja. Wenn du so ein Theater nicht angucken kannst, dann lass es, aber erwarte ja bitte kein Autorenkino, wo irgendwie dir eine tiefgehende Charakterstudie präsentiert wird. Das ist halt ein Weltraum-Action-Fantasy-Mischmasch-Dings. Märchen. Ja, ein Märchen, genau. Ja, also mir hat am schlechtesten dieses Gehetzte gefallen von dem ganzen Film, dass man nicht mal durchatmen konnte. Das nimmt nämlich auch Gravitas von den Szenen. Wenn du die ganze Zeit nur von einem zum anderen hoppelst, dann kannst du überhaupt nicht mal irgendwie irgendwas genießen. Ja. Das hat mich gestört tatsächlich. Und ansonsten bin ich halt relativ enttäuscht, das hatten wir am Anfang aber ja auch schon besprochen, von der Gesamtentwicklung, dass sie da tatsächlich im Prinzip eigentlich nichts Neues draus gemacht haben, sondern letztendlich irgendwie alles nur recycelt haben. Und irgendwie denke ich jetzt doch wieder. Da scheinen sie ja aber ein bisschen draus gelernt zu haben. Ja, Moment, aber irgendwie denke ich jetzt doch wieder, zumindest
es wurde ja auch viel die Prequel-Trilogie als so schlecht hingestellt. Das war was ganz anderes. Das war was ganz anderes wie Star Wars davor. Und ja, das haben sie jetzt. Die wird heute aber auch anders betrachtet, als es noch vor 10 Jahren der Fall war. Wie meinst du anders betrachtet? Schlechter oder besser? Ja, ich glaube, nein, heute viel, 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 viel positiver. Okay, ja. Also es gibt immer noch diese Leute, die sagen, es gibt da nur 3 Star Wars Filme. Also, ne, wenn du sagst, der erste Teil, dann meinen die Episode 4. Mhm. Aber ich denke auch, wie viel, dass die heutzutage die Prequels deutlich positiver betrachtet werden. Das hat auf jeden Fall das Universum ganz enorm erweitert und das haben diese 3 total. Filme gar nicht. Ich persönlich mag die Prequels sehr gerne. Und die haben uns ja auch die Clone Wars Serie gebracht, die einfach nur genial ist. Ja, ja. Und da, ich mag da vielleicht kurz anknüpfen, weil du hast da sehr etwas gesagt, was ich auch finde, Tim, mit dem Pacing des Films, der eben, wie ich auch am Anfang sagte, so repräsentativ dieses Hyperraumstottern ist. Immer dieses Hebel vor, Hebel zurück. Und zusammen mit eben das, was der andere Tim gesagt hat, ein Märchen. Ja, natürlich habe ich beim Märchen nicht den Anspruch auf tiefgehende Charakterstudien, aber ein Märchen lebt von dem Worldbuilding, von der Geschichte und wenn man klassische Märchen betrachtet, sicherlich auch von der Dualität Gut und Böse und was der Charakter da daraus lernt, aus den Problemen, die er hat oder die er bewältigen muss. Und hier ist so viel Visuelles, was eben meine Reize überflutet, was mir auf kurze Zeit super gut gefällt, weil es einfach, wie ich es am Anfang sagte, so mein Lizard Brain, mein Steinmenschengehirn befriedigt, aber es bleibt wenig an Substanz danach. Und das ist das, was ich sehr schade finde an dem Film. Aber kurzzeitig bleibt eben ein gutes Gefühl, was sich aber über längere Zeit in eher maues Gefühl verändert hat. Und Mario? Ja, na klar, den Buhmann immer als letztes dran nehmen, gell? Ach, wieso Buhmann? Aber nein, nein. Es war halt so. Ich hab mich vorgedrängelt. Nein. Das war jetzt ein schlechter Scherz, hallo. Ja. Eigentlich muss ich euch, ich sage jetzt mal das, was ich immer sage, auch beim Podcast, ich stimme euch jetzt mal allen zu. Bei den positiven Aspekten, auch bei den negativen Aspekten. Der Film war auf jeden Fall ein gutes Gefühl, für mich aber positiv und negativ. Gott sei Dank ist es vorbei, sage ich auf der einen Seite, und auf der anderen Seite sage ich... Das war das Positive. Ja, es war schon ziemlich cool halt. Der Film macht vieles falsch. Ich habe mich bei Episode 8 schon ziemlich aufgeregt eigentlich. Und ich habe echt gehofft, kommt der wird sicher besser, weil es ist ja wirklich der letzte Teil dieser Trilogie. Und ja, schauen wir mal. Er ist gut, der Film. Natürlich darfst du jetzt nicht immer nachdenken darüber. Aber seien wir jetzt ehrlich, wenn ich jetzt aufhöre nachzudenken, dann ist jeder Film super. Na, ehrlich jetzt. Aber du kannst nicht einfach jetzt sagen, ja, ich schalte jetzt mal mein Hirn aus. Ist so, weil es ist Star Wars. Ich mache mir jetzt keine Gedanken drüber. Ich bin Star Wars-Fan, ich mag alle Filme. Nur weil ich jetzt einen schlecht bewerte, heißt nicht, dass ich den Film hasse. Ich finde jeden gut oder jeder hat Gutes und Schlechtes halt. Der macht halt vieles falsch. Man hat wirklich das Potenzial nicht ausgeschöpft, finde ich. Und mir haben viele Sachen gefallen. Das mit dem Zweiklang fand ich ziemlich geil. Das ist in der Trilogie die geilste Idee überhaupt. Kylo Ren oder auch Adam Driver Schauspieler. Ich finde, er ist auch, für mich ist er Episode 7 bis 9. Das ist wirklich Meisterleistung, echt cooler Charakter. Man hat ihn schön aufgebaut und man sieht seine Wandlungen von, also böse, gut, je nachdem halt jetzt. Aber der Film macht so viel falsch einfach. Und wir haben es jetzt eh so oft gesagt in dem Podcast. Ich will jetzt nicht nochmal alle Dinge aufzählen. Es ist halt schade, aber ich habe nochmal Episode 7 nochmal angeschaut davor, weil ich es unfair fand, wie ich die Bewertung gegeben habe für Episode 9 auf Letterboxd. Und ich finde den halt jetzt doch besser als Episode 8. Es hat ein bisschen was gerettet, aber trotzdem muss ich öfter den Kopf schütteln in Episode 9 als in Episode 8. Und ausblickend?
Ja, Ausblick, genau, weil Tim hat er ja schon gefragt. Also mir ist irgendwie gar nicht bange, was so die Zukunft angeht. Mandalorian habe ich noch nicht geguckt, weil auch die Zeiten sind vorbei, wo ich mir Zeug irgendwo besorge. Wenn ich warte drauf, dass ich das einfach irgendwo bequem kaufen kann. Ich auch. Ja. Mache ich auch. Ich habe noch nicht gesehen. Diese Ewan McGregor Obi-Wan-Serie, Ewan McGregor, das wird auch nicht so ganz verkehrt werden. Wird das jetzt bestimmt kommen? Also aktueller Stand ist immer noch ja. Und worauf ich tatsächlich sehr gespannt bin, ist diese Filmtrilogie, die Rian Johnson ja noch machen wird, weil der hat zwar mit Episode, also der hat extrem schlecht funktioniert, also Bindeglied in einer Filmtrilogie, aber inszenatorisch war das schon ein außergewöhnlicher Film, finde ich. Also der hat einige Dinge gemacht, die diesem Star Wars-Universum vorher so noch nicht gab. Und wenn der tatsächlich jetzt die Hoheit über drei Filme hat und die drei Filme dann auch miteinander zu tun haben, und er nicht das verliert, irgendwie vielleicht ein bisschen outside the box zu arbeiten, könnte das gut. Es kann auch ganz furchtbar werden, aber darauf bin ich gespannt. Das glaube ich gar nicht mal, dass das furchtbar wird, weil der große Segen für alle Beteiligten ist da jetzt, dass jetzt von 77 bis 2019 diese Geschichte abgearbeitet ist. Das heißt, entweder man erzählt jetzt was links davon, rechts davon, davor oder dahinter, aber nicht mehr da drin. Ja. Und damit kann sich wirklich keiner einen Gefallen tun, auch ein Abrams nicht oder sowas, ne? Das alles mundgerecht für uns so aufzubereiten, dass jeder da seinen Segen mit kann. Ne? Also denkt man so, dass man das könnte. Und Marvel haben wir angeführt, die das ja irgendwie hinbekommen haben, aber dann war es aber auch durchorchestriert. Ne? Und aus einem Guss, oder wer kennt noch die Comics aus den 40er, 60er Jahre von denen? Mit der Romandichte, die Lucasfilm, wer auch immer, alles da auf den Markt geschmissen hat. Also das ist ja, da kann man nur verlieren. Jetzt ist die Chance tatsächlich für Johnson, eine eigene Geschichte zu erzählen. Und ich glaube auch, dass das, wenn man ihm die Chance da gibt, und damit meine ich nicht eine Kathleen Kennedy und Disney, sondern wir als Rezipienten, kann das schön werden, weil tatsächlich, er hat eine Idee und er ist ein Fan und frei von den Fesseln und von der linken und rechten Grenze wird das sicherlich ganz toll werden. Genauso wie ich mir das von allen anderen erhoffe, die da die nächsten Trilogien angehen. Ob die jetzt bei Netflix sind, aber da irgendjemand wird ja irgendwas anderes weitermachen. Da muss ich kurz noch was einwerfen. War es nicht Rian Johnson, der sogar mal gesagt hat, ein Fanboy sollte keinen Film machen? Also zu dem Universum. War er das nicht selber mal, dass er gesagt hat? Ja, er ist. Ja. Er ist halt ein Fanboy und das ist so. Warum, wie macht er das dann, wenn er das dann sagt? Das irritiert mich bei ihm. Ja, werden wir sehen. Wenn du zu sehr gewollt allen gerecht werden willst oder was anderes machen willst, ne? Und da hat er sich halt drin verloren mit seiner Geschichte in Episode. Ja, aber letztlich sind ja beide Varianten nicht wirklich gut gewesen. Ob ich jetzt das mache, was die Leute wollen, oder ich mache eben das nicht, was die Leute wollen, am Ende meckern trotzdem alle. Eben. Ich glaube, dass es ungünstiges Timing war. Also eben vor allem in dieser Episode 8, das Zwischenstück der Sequels zu schieben. Etwas, was eben noch die Skywalker-Geschichte ist. Taktisch, ich nenne es mal taktisch, wäre es halt klüger gewesen, ihm von vornherein zu sagen, du machst etwas Neues, du machst dein Ding, weil er wollte sich ja was trauen und das ist bei einigen ultra schlecht angekommen, bei anderen ist es sehr gut angekommen, die haben das honoriert, dass er bildlich das Lichtschwert über die Schulter geschmissen hat. Und ich glaube, er hätte einen leichteren Stand gehabt, hätte das in einer eigenen Trilogie gehabt, die eben außerhalb dieses Mikrokosmos spielt. Ja, denke ich. Und auch dass man die Sequel-Trilogie mit so sicheren Reitern wie J.J. Abrams macht, die eben Leute wieder anstacheln, weil das kann der gut. Der kann gut Boxen hinstellen, Leute hypen, nur jetzt eben im Abschluss ist er ziemlich schwach. Der kann wunderbar vom Turm springen, aber wenn er unten ankommt, tut's weh. Aber ich bin auch frohen Mutes gespannt auf die Zukunft
von Star Wars. Ja, ich nehme es aber eben auch nicht mehr so ernst und deswegen kann ich es auch entspannt angehen. Man wird im Alter ja gesetzter, ne? Ja, ja. Und wenn es halt nicht gut wird, dann ist es halt nicht gut und dann gucke ich es mir halt nicht mehr an und dann gucke ich mir halt das nächste vielleicht an. Aber wie sich so manche Leute da persönlich angegriffen fühlen, nur weil jetzt ein schlechter Star Wars Film oder eine schlechte Star Wars Serie rauskam. Die haben aber ganz andere Probleme. Also. Ja, eben, genau. Also das kann ich nicht nachvollziehen. Wie man sein Leben quasi an sowas orientieren kann. Verdammt. Ist halt ein bisschen wie ein Fußballfan. Vergleicht das immer sehr gern damit. Wenn man mal was Schlechtes über eine Fußballmannschaft sagt, dann gibt es immer Leute, bei die dir sofort das Gefühl geben, du hättest ihre ganze Familie beleidigt. Das ist ja auch so. Halt's mal. Ich muss aber sagen, Ben, das seid ihr aber auch so. Ja. Ich finde Solo zum Beispiel katastrophal und ihr habt immer gegen mich geschossen, als ich das gesagt habe. Ja, du hast ja, ja, aber du hast ja nicht recht, Argumente gehabt. Nein. Respektier meine Autorität. Nein, meine Meinung. Das ist ein Hobby von uns, auf dich zu schießen, Mario. Ja. Kommst halt immer. Es ist, aber du bist Ben wie hat eine Bombratte. Zwei Meter groß. Hey. Ja. Ach, das ist Rettungsdubel, ne? Ja. Ah. Ja. Solo ist halt ein Film, den hat kein Mensch gebraucht, weil niemand braucht Origin Stories. Niemand muss wissen, wie der Name Solo ist. Bei Wolverine Origin gesehen. Oh, ich fand ihn aber nicht so schlecht, wie alle da gesagt haben. Trotzdem braucht Wolverine? Man keine Origin Stories. Ich fand Solo auch ganz nett. Das Lustige ist, es gibt ja diesen 2017er, dieses 2017er Ray Palpatine Theory Video. Und da beschreibt der Typ, der das Video gemacht hat, eben auch die Charaktere und warum eben Ray so eine Palpatine sein könnte. Und ihr nehmt doch zum Beispiel, und dann geht er so ein paar Charaktere durch, Luke Skywalker. Skywalker sagt so, hier, der will hoch hinaus, bla bla bla. Und Han Solo, ja, der ist halt allein, he's a loner. Aber bitte nutzt das nicht als Rechtfertigung im Solo-Movie. Solo-Movie kam ja auch nach diesem Video. Hat er ja, leider gut, auch richtig vorhergesagt. Aber das ist so offensichtlich, das kann man, also da werden sie nicht von ihm geklaut haben. Aber ich würde tatsächlich auch gerne noch diesen Cliffhanger aufgelöst bekommen mit Darth Maul. Das interessiert mich ja dann doch noch irgendwie. Ach, vom Solo-Film. Noch erzählt werden kann von Solo. Mhm. Ja, was das werden sie in der Serie machen oder so. Und auch mit Emily Clark. Glaube ich, musste auch eher auf die Ewan McGregor-Serie vielleicht setzen. Also sagen wir mal so, wie die Geschichte zu Ende geht, ist ja schon erzählt Das worden. Wissen wir ja. Genau. Das kommt in Rebels ja vor. Genau. Was danach? Ach so, Rebels. Ich habe jetzt Clone Wars gedacht. Nee, hey, Rebels erzählt quasi die Geschichte von Darth Maul zu Ende. Mhm. Was dazwischen passiert, zwischen Solo und Rebels, ist natürlich eine andere Sache. Kann ihn ja Obi-Wan noch 2-3 Mal töten. Ja, aber ich weiß ja nicht, wo diese Obi-Wan-Serie spielen wird. Wahrscheinlich ja nur auf Tatooine. Warum? In seiner Hütte. Also sie auch vor Rebels spielen. Wie er die ganze Zeit durch die Wüste rennt und den ganzen Start und mit Kontrabart genau. Ja. Habt ihr euch eigentlich mal überlegt, dass das Jedi-Outfit wahrscheinlich nur so aussieht, wie es aussieht, weil man irgendwann mal gesagt hat, das hier trägt Obi-Wan, weil das ist ein Einsiedler, der in der Wüste wohnt? Nein. Das dann quasi in der Prequel-Trilogie aufgegriffen haben. Ja. Das kann gut sein, ja. Ja, könnte schon sein, oder? Nee, glaube ich nicht. Okay. Ja, dann nicht, schade. Nee, dafür sind ja die Jedi und ihre Waffentechnik und sowas so zu sehr den Samurai und dem Ehrenkodex da irgendwie entliehen und auch der Kleidungsstil ändert ja ein bisschen daran. Ja, ich glaube, das ist alles geretconnt. Ich glaube, das war vorher einfach nur, dass hier ist ein alter Mann, der wohnt in der Wüste, der muss da sowas anziehen mit der Kapuze. Ich habe es vorhergesehen. Okay. Wollen wir Schluss machen? Mhm. Oh ja. Something, something dark side. Vor allem dieses Vielen Dank, dass ihr da wart. Wir können noch ein bisschen reden, wenn die Musik läuft. Sehr gerne. Das hat Spaß gemacht. Komm mal auch wieder. Ja. Oh ja, vielleicht komme ich auch noch mal wieder. Bis zum nächsten Film. Punkte kann man in Letterboxd nachlesen. Genau. Genau. Wow.